Ich spreche heute ein bisschen leiser. Ich bin im Moment in meinem Büro. Es ist nachts. Ich habe auch das Licht runtergedimmt. Nicht, dass man gesehen wird. Es ist ja im Moment sehr gefährlich. Ganz kurz, ich muss kurz Vorsichtsmaßnahmen treffen. Da geht's gleich los. Es ist ja im Moment wahnsinnig gefährlich, in Deutschland irgendwas zu sagen, was von der Mainstream-Meinung abweicht. Das ist im Moment brutal gefährlich. Das war schon vorher gefährlich, aber jetzt ist es viel gefährlicher. Ihr wisst, ich möchte über Corona sprechen, aber erstmal hallo zu euch, bei euch zu Hause in den Käfigen. Ihr habt gemacht, was man euch gesagt hat. Ihr seid zu Hause. Gut. Habt euch eingesperrt wegen der Gefahr. Hör zu, es gibt so ein paar Dinge, die mich beschäftigen. Ich weiß nicht, ob sie euch auch beschäftigen. Ich weiß ja jetzt nicht, wie lange dieser Ausnahmezustand anhält. Das kann sich ja Wochen, Monate oder auch vielleicht 2 Jahre hinziehen, wird davon gesprochen. Und ich hab mir überlegt, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt zum Beispiel, ne? Also unsere Großeltern zum Beispiel, da hab ich mich immer gefragt, ich weiß nicht, ob ihr euch gefragt habt, wie hat denn das angefangen? Also als sie gemerkt haben, dass die Nachbarn plötzlich immer weniger wurden, vor allem mit jüdischem Hintergrund und so, wie hat denn das angefangen? Wann haben denn die Leute gesagt, hey, das geht nicht und so? Und wie hat sich das angefühlt? Ich weiß nicht, wen ihr Großeltern habt, die in der Zeit jugendlich waren oder vielleicht 30 waren. Was habt ihr gemacht? Habe ich immer gefragt. Ne? Und wenn ich euch auch die Frage gestellt habe, wie hat sich das angefühlt? Das war so wie jetzt. Genauso. Da hat die Regierung einfach gesagt, hör zu, ab jetzt ist alles anders und es ist gefährlich, weil überall sind möglicherweise Feinde im Ausland, aber auch im Inland Spione und achtet mal drauf, wenn ihr einen seht und so weiter und bleibt zu Hause und dann da hat man gemerkt, wenn man jetzt von der Meinung abweicht, stand ja in allen Zeitungen dasselbe auch drin, deswegen stimmt das ja auch, wenn überall dasselbe drin steht, dann stimmt es auch und wenn man heimlich Radio London gehört hat, das waren ja alles, das waren Verschwörungstheoretiker. Jedenfalls, ihr habt euch sicherlich die Frage gestellt, wie das sich angefühlt hat. Und es hat sich so angefühlt wie jetzt. Wir warten erstmal ab, was uns die Regierung an neuen Informationen gibt. Und man kann im Moment überhaupt nicht sicher, also vorsichtig genug sein, was sich abspielt. Es gibt allerdings einen Unterschied zu damals. Ich muss ab und zu rausgucken, ob irgendjemand mich beobachtet. Und zwar 1943 oder bis 1945, als es zum Beispiel auch richtige Bombennächte gab. Da war in Deutschland, aber auch in Italien, da gab es keine Ausgangssperre. Nein, die Leute durften sogar bei diesen Bomben, also Bombardierung der Städte, durften die tagsüber raus. Das ist ja jetzt anders. Da gab es keine Passierscheine. Und was auch anders war, zum Beispiel die katholische Kirche. Die katholische Kirche hat es damals noch zugelassen, dass einer, der im Sterben lag, dass da ein katholischer Pfarrer quasi die Sakramente, also das letzte Geleit, und das ist ja jetzt im Moment auch verboten. Doch in Italien, aber auch in Österreich ist es jetzt bei Strafe untersagt, dass ein Priester, also ein Abgesandter über den Papst, ein Abgesandter Gottes, dass der zu einem Sterbenden geht, um dem die letzten Sakramente zu geben. Und das hat die katholische Kirche mitgemacht. Ich frage mich manchmal, ich weiß nicht, ob die sich so sicher sind wegen Gott und Leben danach, weil das wird uns ja immer verkauft, wofür die dann Angst haben, dass die das machen, dass die vom Staat. Der Staat sagt das und die katholische Kirche, die ja eigentlich an was anderes glaubt, also was Höheres als den Staat, die macht das. Und ich weiß nicht, ob ihr das spürt, diese Angst, diese bleiernde Angst vor dieser unmittelbaren Gefahr. Früher oder lange Zeit, auch in der jüngsten Vergangenheit, waren das ja die Russen. Und dann kam ja der Terrorismus. Und dann kamen die Russen und der Terrorismus. Aber jetzt ist die Gefahr ja viel schlimmer. Das ist der Virus, das ist Corona, das ist unsichtbar. Und deswegen, man kann sich ja überall anstecken und deswegen muss man vorsichtig sein. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Wenn Erich Honecker zum Beispiel, ja, wenn der gewollt hätte, dass die Mauer länger stehen bleibt, der hätte bloß das mit der Corona haben müssen. Jede Diktatur, auch Adolf Hitler, hätte das nur mit der Corona haben müssen. Die hätten nur sagen müssen, hör zu, Demonstration, wie schließt euch an, geht im Moment nicht, wegen Corona, Virus, und dann wären die Leute zu Hause geblieben. Und dann hätte es auch ein Versammlungsverbot in den Kirchen nicht gegeben. Ist ja die Idee. Und ich frage mich manchmal, ob das, was hier im Moment läuft, nicht parallel noch was ganz anderes ist. Also eine Art
Ich sende es mal gehorsams Experiment. Ihr wisst ja, ich lese ja viel, also ist keine Attrappe. Und zum Beispiel so ein Buch wie das Milgram-Experiment. Da hat sich ja Dr. Milgram damals auch gefragt, ob Leute eigentlich, wenn man ihnen sagt, was sie zu tun haben, das tun, wenn eine Autorität ihnen das sagt. Und die Leute, die das damals gesagt haben, also Folter, mach Stromstöße, ich müsste Buch, müsst ihr mal lesen. Übrigens, Experiment von der CIA bezahlt. Jedenfalls, die Autorität war damals ja von Leuten vorgegeben, die trugen weiße Kittel. Das waren Ärzte. Und ich weiß nicht, ob euch das so ein bisschen erinnert. Im Moment ist es ja auch so, dass ja das auch nicht die Regierung wirklich sagt oder irgendwie ein Tiefenstaat, sondern das sagen halt Ärzte. Und wenn Ärzte das sagen, die ja zum Teil, also bestimmt total unabhängig sind, dann müssen wir das machen, weil da geht es ja um unsere Gesundheit. Und deswegen müssen wir uns selbst einsperren, um gesund zu bleiben. Das ist, wie gesagt, ein Zustand, der ist nicht schön, aber es ist irgendwie, um die Demokratie zu retten, um uns alle zu retten, müssen wir uns selbst einsperren. Und mir ist halt aufgefallen, wie war das denn damals unter den Nationalsozialisten? Weil mich hat jemand gefragt, Entschuldigung, das, was du andeutest, ist, dass sich alle Ärzte irgendwie absprechen. Das deute ich nicht an. Ich sage nur, dass Ärzte eben auch innerhalb ihrer Kaste autoritätsgläubig sind. Weil zum Beispiel unter den Nationalsozialisten waren das ja auch Ärzte, die die Rassegesetze mit verabschiedet haben und mit durchgesetzt haben und die auch in den KZs die Menschenexperimente gemacht haben. Das waren also auch Ärzte, die das gemacht haben, was die Regierung gesagt hat und ja, eine Autorität sind. Und ganz ehrlich, im Moment ist es zum Beispiel in Italien so, dass es keine Hausbesuche mehr von Ärzten gibt. Wenn also jemand mal zu Hause ist, 85, und dringend ein Medikament braucht, kann der Arzt ihm leider nicht helfen wegen dem Corona. Ja? Und das ist schon etwas, das macht mich so ein bisschen nachdenklich, ob hier eben parallel zu all dem diejenigen, die gerne verhindern wollen, dass es so etwas wie die Gelbwesten überall gibt, ob die sich die Frage stellen, wie kann man das eigentlich machen, dass die Leute, also dass die Bevölkerung, dass die der Eliten nicht gefährlich wird. Und das ist ganz einfach. Du musst einfach nur sagen, Achtung, da ist ein Virus, und dann sperren sich die Leute selber ein. Du brauchst gar keine Polizei. Du brauchst gar keine Panzer auf den Straßen. Es reicht, wenn du sagst, Achtung, Corona, auf unbestimmte Zeit, und wenn du dann Bußgelder verhängst. In Italien, aber auch, glaube ich, in NRW ist es so, dass wenn du auf einer Parkbank sitzt und dich mit zwei Leuten unterhältst und so, dass du dann eine Geldstrafe bekommst. Das ist ja genial. Das kann man ja jetzt immer wiederholen oder auch weitermachen. Der Macron hat ja schon gesagt, dass in Frankreich kriegsähnliche Zustände herrschen. Das war ja schon vorher mit den Gelbwesten so. Und das ist ja jetzt vorbei. Und ich habe mir halt überlegt, man muss sich mal Folgendes vorstellen, weil wir neulich ja in Thüringen diese Wahl hatten, mit der AfD, die da mitgemischt hatten. Das war ja total gefährlich. Das musste rückgängig gemacht werden, weil die Faschisten an der Macht sind. Und angenommen, die AfD hätte die Wahl nicht nur in Thüringen gewonnen, sondern die hätte bundesweit abgeräumt bei einer großen Wahl und würde den Bundeskanzler stellen und würde ein paar Tage später das mit dem Corona so machen und Ausgangssperre machen, so wie das jetzt ist. Also, dass ich keine mehr treffen darf und dass einfach über Spezialmaßnahmen regiert wird und die Freiheitsrechte eingeschränkt werden auf unbestimmte Zeit, dann würden doch die meisten von uns sagen, ey, das ist der Faschismus. Das ist der Faschismus. Aber jetzt ist es natürlich kein Faschismus. Natürlich sind wir schützen uns. Und natürlich ist unbestimmte Zeit. Und natürlich sind es einige wenige Ärzte von Tausenden von Ärzten, aber einige wenige, die da eben auf der Regierungsbank sitzen und so weiter, oder vom Robert-Koch-Institut, die das gut machen. Das ist natürlich kein Faschismus. Das ist was ganz anderes. Das ist Schutz. Und für uns ist wichtig, dass wir das glauben. Und was ich bin da ein bisschen anders, sag ich mal, was ich im Moment nicht glauben kann und wo ich auch meine eigene Arbeit so ein bisschen in Frage stelle, ist, dass die meisten das mitmachen. Also die meisten, denen könnte man jetzt alles erzählen. Und angenommen, es kommt morgen eine Zwangsimpfung in Deutschland, wie das ja in Dänemark bereits diskutiert wird. Und man würde sagen, es gibt Leute, die sich nicht impfen lassen wollen und die haben diesen Virus. Und man kann erkennen, dass sie den Virus haben und nicht geimpft sind, sich selbst nicht impfen wollten, weil die Nebenwirkungen sind schon mal irgendwie Heiterkeit oder Freundlichkeit. Da frage ich mich, ob dann, wenn ein Aufruf käme, achten Sie, ob in den Wohnungen über Ihnen oder neben Ihnen gelacht wird. Das sind nämlich dann Leute, ob dann auch meine Nachbarn oder eure Nachbarn anfangen würden, euch zu denunzieren, weil da war Lachen auf der Etage. Es ist alles möglich. Du musst das ja nicht beweisen. Es reicht, wenn du das behauptest, und zwar über Medien immer wiederholen lässt. Und ich möchte an dieser Stelle, weil ich ja jemand bin, der sich mit Medien intensiv beschäftigt, ich möchte euch mal folgenden Ratschlag geben. Geht doch mal ins Internet und bei YouTube und googelt da zum Beispiel Profiteure der Angst.
Doch, das ist eine Reportage, aber keine, nicht von einem Verschwörungssender, sondern das ist von Arte damals mit dem NDR 2009 gesendet worden. Und da geht es um die Schweinegrippe. Doch, musst du einschalten. Schweinegrippe. Und da sind dieselben Figuren, die du jetzt eben siehst. Also von Drosten bis auch eben Wodak sieht man da. Und der Drosten war damals so einer, der auch war ganz gefährlich. Und der Wodak hat eben nachgewiesen, dass damals eben auch schon mit der Influenza ein Schweinegeschäft gemacht wurde, weil da gab es gar keine große Gefahr. Aber alle Staaten haben da eingekauft. Und wer damals genauso profitiert hat wie heute, war der Donald Rumsfeld. Und interessant ist, das hat damals noch Arte gesendet, NDR gesendet. Die Zeit hat drüber was gemacht, muss man sehen. Also Schweinerei mit Schweinegrippe, wo, da muss man eingeben. Und da hat man noch wohlwollend berichtet. Aber die Pharmaindustrie hat sich das natürlich gemerkt. Und so ein Typ, von dem lassen sie sich nicht in die Suppe spucken. Im Film kommt auch vor, wie es eben Verquickung gibt zwischen der Weltgesundheitsorganisation und Big Pharma und wie man die Kriterien geändert hat, ab wann eine Pandemie ausgerufen werden kann. Das ist ja geändert worden. Und da gibt es auch Verquickung zwischen der Forschung und dem Robert-Koch-Institut und dass Big Pharma sogar in der Lage war, in Deutschland Gesetze zu kaufen, zum Beispiel die Preisbindung. Wir reden ja immer von dem freien Markt. Das gibt es aber gar nicht bei der Pharma. Die Pharmaindustrie, die demnächst ein Medikament rausbringen wird, Remdesivir, was auch übrigens von verschiedenen Kollegen empfohlen wird, unter anderem Drosten, was diese Firma Jill Sciences im Programm hat, wo der Hauptaktionär der Donald Rumsfeld ist. Da habe ich mir gerade den Aktienkurs angeguckt und das geht schon nach oben. Und ich bin ganz sicher, dass wir das machen wie bei der Schweinegrippe. Unsere Regierungen kaufen das richtig ein für Millionenbeträge. Und das Tolle ist, Industrie sagt, was das Medikament kostet, und die Krankenkassen geben das Geld aus. Und wir, ja, die wir das ja bezahlen müssen, das liegt sieben, wir haben kein Recht zu erfahren, wie viel das kostet. Das ist alles total geheim. Wir leben in einer Geheimdemokratie, wo die Pharmaindustrie und unsere Regierung geheime Verträge haben und geheim verhandeln, wo sie unser Geld ausgeben. Und wenn ihr euch das anschaut, wie gesagt, Profiteure der Angst, dann denkt ihr, das ist ein schlechter Witz, das ist ja eine Wiederholung. Ja, aber es geht. Du kannst es machen. Die Leute haben das vergessen, denn die Leute glauben, was in den Medien kommt. Und deswegen wichtig, einfach mal zu lesen, wem gehören denn die Medien? Wem gehören die? Die werden ja von jemandem kontrolliert, die Medien. Ich weiß das, ich arbeite schon lange dabei. Und du brauchst gar nicht alle zu kaufen. Es reicht, wenn du die drei wichtigsten Agenturen auf deiner Seite hast. Und dann in Deutschland zumal gibt es ja 10 große Medien, davon sind 8 privat, die auch über ihre Anzeigenkunden leben. Und wenn du dann dafür sorgst, dass immer, wenn jemand ausbüxt und sagt, Entschuldigung, das sehe ich jetzt aber anders, wie zum Beispiel Wodak oder Frau Mölling, dass du dann dafür sorgst in der Öffentlichkeit, dass die Person dermaßen fertig gemacht hat, in die Fresse, dass ich keine mehr traut. Und was ich jetzt zum Beispiel gesehen habe, ist auch, dass die Anstalt, ja, ich rede von der Anstalt im ZDF, auch auf dem Wodak einschlägt. Das heißt, du kannst dich gar nicht mehr auf irgendjemanden verlassen. Nur der Wodak ist ja ein Amtsarzt und der musste ja damals dafür haften, wenn er Veranstaltungen abgeblasen hat, weil er gesagt hat, das ist gefährlich. Und der ist eben unabhängig und unabhängige Ärzte oder auch unabhängige Journalisten, das können wir in diesen Zeiten überhaupt nicht gebrauchen. Und deswegen ist es wichtig, dass du da eine allgemeine Meinung praktisch transportierst und unterschwellig transportierst. Wenn du in dieser freien Gesellschaft davon abweichst, gibt's richtig auf die Fresse. Und die Frage, die ich mir selbst schon beantwortet habe, ist ja, was ist eigentlich gefährlicher? Also Influenza oder vielleicht die Influencer, die im Netz jetzt überall sagen, ey, stay at home. Lauter Experten, knallharte Hip-Hopper sind dabei oder irgendwie Typen, die am ZDF irgendwie lustigen, kennen sich plötzlich alle aus mit Virologie. Und wie schrecklich und furchtbar das ist und dass wir uns alle impfen lassen müssen und ein ganz schneller Impfstoff. Und wenn es da Nebenwirkungen gibt, egal, du musst das nehmen. Und da geht es natürlich nicht ums Geld. Das ist interessant. Und noch was anderes, weil es auch so eine Art Betroffenheit kommt. Zum Beispiel, weil man spricht ja immer von Risikogruppe. Ich weiß nicht, wann habt ihr zuletzt im Altenheim eure Großmutter besucht? Ganz ehrlich, also ältere Menschen sind doch dieser Gesellschaft vollkommen egal, weil wir haben doch die Altersarmut. Da hat man das Land aufgebaut, sich den Arsch abgerackert und wird dann zum Sterben in irgend so ein Palliativzentrum geschoben. Also alte Menschen interessieren uns einen Dreck. Aber plötzlich sind wir alle auf der Seite der Alten. Ist es nicht geil? Und eine Aktion zum Beispiel, auch geil, da habt ihr hier eine Aktion gegeben, alle klatschen für die Ärzte in diesem Land.
Und da fand ich das geil. Seit Jahren wird ja eine Gruppe systematisch ausgebeutet und beschissen bezahlt. Das sind die Pflegekräfte. Und auf einmal haben wir alle ein Riesenherz für die Pflegekräfte und wir sind dabei. Ist das nicht geil? Und wenn die wenn der ganze Schwachsinn vorbei ist, dann interessiert uns das alles ein Dreck. Aber da machen wir mit. Da schließe ich mich an. Das fühlt sich wirklich gut an. Und ja, das macht mich so ein bisschen nachdenklich, so die Gesamtsituation, wie weit es funktioniert und dass wir da eben mitgehen und dass uns das ja, dass sich das gut anfühlt. Und die Frage, die sich natürlich auch stellt, ist, ob wir gewissermaßen auch Sehnsucht haben nach Angst macht die Sache ja leichter. Weil wenn wir jetzt alle Angst haben und aufeinander aufpassen, sie haben gehustet, da ist noch Licht an, der geht aus dem Haus, 3 Meter weiter von der Bank, dann gibt's Regeln, an die man sich halten kann, alle sich halten, und man ist nicht auch mit dieser täglichen Aufgabe betraut, wie soll's denn morgen weitergehen? Das ist nicht, sondern wir halten uns alle und achten aufeinander, damit keiner ausbüchst. Ja. Und deswegen ist die Angst vielleicht ganz hilfreich, weil so ein Käfig hier zum Beispiel, den wir von innen ja zuhalten, das muss ja gar kein, da kommt dann auch keiner rein. Und das ist die neue Freiheit. Das ist Orwell. Und wenn ihr das Buch von 1984 kennt, dann kennt ihr auch Orwell und Neusprech, ja? Und was wir hier im Moment hier haben, das ist eben der nötige Sicherheitsabstand. Das ist eben aufeinander aufpassen. Das ist eben, Verantwortung übernehmen für die Demokratie und erstmal abwarten und all das machen, was die Regierung sagt. Und für alle, die es nicht verstanden haben, wenn ihr euch den Film nochmal anguckt, auf Arte, wie gesagt, Profiteure der Angst, das war ja dieselbe Regierung, die das damals durchgezogen hat und sich über den Tisch ziehen hat lassen, wie das jetzt, das ist ja auch Merkel gewesen. Und deswegen, weil viele ja sagen, also die Merkel und der Mann, der von der Pharmaindustrie direkt kommt, der Spahn, die machen einen echten guten Job. Nee. Ja, aber für wen? Für wen machen die einen guten Job? Ich glaube, die sind so ein bisschen nicht überfordert, sondern die, bevor sie was Falsches sagen, sagen sie das, auf die sie sich verlassen können. Und der ein oder andere Mediziner, da wette ich jetzt drauf, der jetzt ganz sagt, wir brauchen jetzt schnell einen Impfstoff und der muss dann verkauft werden, ganz schnell an alle geimpft werden. Ich bin sicher, der bekommt danach einen Beratervertrag und macht eine Riesenkarriere bei der Pharmaindustrie. Das wäre nicht das erste Mal. Schaut euch mal diesen Beitrag, wie gesagt, auf Arte an. Das gab's schon. Und wie gesagt, es bestand ja damals auch die Möglichkeit für die Pharmaindustrie, dieses Preisbindungsgesetz, dass sie das verhindert, indem sie das einfach kaufen. Und das haben die gemacht. Die haben die Preisbindung in Deutschland einfach verhindert, indem sie sie gekauft haben. Und in dem Beitrag von Arte, da sagt das auch der Wodak. Und das stimmt auch. Das heißt, das saugt er sie nicht auf den Fingern. Aber das ist natürlich ein rotes Tuch für die Pharmaindustrie, die mit solchen Typen überhaupt nichts am Hut hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die letzten unabhängigen Virologen, die letzten unabhängigen Journalisten, dass die kaputt gemacht werden und dass wir das uns anschauen, ohne auf die Straße zu gehen und mal und gucken, wie das Experiment ausgeht. Und genauso war das eben zwischen 33 und 45. Die meisten von uns haben eben auch geguckt, wie es ausgeht und sind dann Stunde Null aufgewacht und da stand kein Stein mehr. Und sie waren total überrascht und konnten sich das gar nicht vorstellen. Und es gibt da ja auch dieses Buch, zum Beispiel Ganz normale Männer, wo ein Polizeibataillon dann einfach auf Befehl den Job macht, Leute zu erschießen. Und die Frage ist natürlich, die ich mir gestellt habe, wäre das in 2, 3 Wochen möglich? Also jetzt sind wir alle eingesperrt. Aber morgen zum Beispiel könnte ja die Regierung sagen, achten Sie mal darauf, Leute, die auf die Straße gehen, gefährden ja die Volksgesundheit. Und wenn Sie die melden, dann würden die erschossen und Sie kriegen dafür, sag ich mal, Bonuspunkte oder ein neues iPhone. Wie viele von uns würden das machen? Und da bin ich mir nicht so sicher. Ich komme zum Schluss. Der Punkt ist, wenn ich jetzt eine Diktatur errichten wollte, wenn ich Elite wäre und ich habe mir die Frage gestellt, wie mache ich das, ohne dass das ein großer Aufwand ist und ohne dass das vielleicht scheitert, ich würde es genauso machen. Ich würde jetzt beobachten, was möglich ist. Ich muss mir das ja nicht ausdenken, sondern es ergibt sich die Situation. Das ist, was ich sagen will. Und ich würde feststellen, wie einfach das ist, wie einfach ich die Leute einschüchtern kann und dass die Angst haben, der Tod kommt, der kommt sowieso. Und dann bleiben die zu Hause auf unbestimmte Zeit, hinterfragen nichts, sitzen vor dem Fernseher und warten auf neue Befehle. Und das kann ich jetzt immer so weitertreiben. Und ich kann dann so eine Zwangsimpfung durchsetzen. Ich könnte Panzer in die Straßen stellen. Ich könnte per Dekret regieren. Ich könnte sagen, im Moment haben wir einen Krieg, wie das Macron gemacht hat. Oder auch die Regierung von Dänemark. Und dann könnte ich einfach sagen, das ist jetzt erstmal so wegen der Volksgesundheit. Und das bleibt jetzt erstmal so. Und wer von euch, wer von uns würde dann nicht genauso handeln wie unsere Großeltern? Nämlich genau das mal. Ich glaube, die meisten, oder? Ja.
Ich glaube, die meisten würden das machen, denn die meisten machen das. Und was ich hier mache, das ist wahrscheinlich Radio London. Das ist Radio London. Das ist vielleicht aufwiegelnd. Das ist gefährlich. Da muss man aufpassen. Genau wie auch damals die Resistance gefährlich war und Radio London gefährlich war. Denn das weicht vom Mainstream ab. Denn die Guten, die Elite, die Ärzte, die meinen das gut mit uns. Die haben das immer schon gut mit uns gemeint. Und die machen echt einen Top-Job. Und wenn die morgen sagen, du musst dich impfen lassen, wie sie auch gesagt haben, du musst dich impfen lassen in Frankreich damals mit Ibuprofen, haben das viele Leute gemacht. Und da gab es ja so Nebenwirkungen. Jugendliche zum Beispiel in Japan haben sich auch von Häusern gestürzt. Natürlich ist das reiner Zufall. Ne? Diese, sag ich mal, Nebenwirkungen, ne? mit Verstärkungsstoffen, die drin sind. Hallo? Wenn die Regierung und mit Ärzten das sagt, dass man das nehmen muss, dann muss man das machen. Und wenn die Regierung sagt, die Gefahr lauert überall, dann lauert die Gefahr überall. Und wenn die Regierung sagt, du bleibst zu Hause, das ist jetzt Befehl und du verlässt dein Haus nicht mehr auf unbestimmte Zeit und du darfst dich nicht mehr 2 Meter neben jemand stehen, weil sonst zeigen wir dich an, dann wird das so gemacht. Und wenn die Regierung sagt, es wird 1 Monat, 2, 3 Jahre gehen, dann ist das so, weil das ist die Freiheit. Verstehst du? Und Gott sei Dank passiert das nicht unter der AfD, weil das wäre ja Faschismus. Aber das hier, das ist Governance. Das ist Sicherheit. Das ist sich die Hände reiben, kaputt lachen, sagen, ey, so einfach geht das. Und die Leute akzeptieren das. Ich war ja draußen, ich habe diesen Presseausweis, ich darf ja raus. Und da laufen Leute mit Masken. Ich bin Motorradfahrer und wenn ich in einige Stadtteile gehe, ist es gefährlicher, dort Motorrad zu fahren, weil die Autofahrer alle chatten. Das ist gefährlicher. Aber überall ist Corona ganz gefährlich. Genau wie damals eben auch die Schweinegrippe oder die Vogelgrippe. Lieber Vorsichtsmaßnahmen. Bevor man irgendwas riskiert, lieber Vorsichtsmaßnahmen. Und was riskiert man? Man riskiert zum Beispiel einen Crash. Man riskiert, dass die Leute langsam aufwachen. Man riskiert zum Beispiel, dass Leute die Frage stellen, warum sieht unser Gesundheitssystem eigentlich so aus, wie es aussieht? Hat das mit einer Privatisierungswelle zu tun? Und die Firma Bertelsmann, die hat ja jetzt dazu geraten, jedes zweite Krankenhaus zu schließen, weil nur die großen Krankenhäuser, an denen sie beteiligt sind, die können optimal arbeiten. Und da bekommst du ja dann auch diese multiresistenten Krankenhauskeime, an denen du mit Sicherheit verreckst. Ja, 20.000 sind das ja jedes Jahr. Aber das kann man natürlich nicht vergleichen. Und überhaupt, was man vergleichen kann und was man nicht vergleichen kann, wer bestimmt denn das? Du und ich? Wir? Nein, das bestimmen die Massenmedien. Das bestimmen die Alpha-Journalisten in den Massenmedien. Überhaupt, was man machen kann und was man nicht machen kann. Und wem man in den Stau tritt und wie lang etwas geht und was gerechtfertigt ist und was nicht gerechtfertigt ist. Und auf jemand, ja, das bestimmen nicht du und ich, das bestimmen die Massenmedien und die Besitzer der Massenmedien und die, die die Massenmedien einsetzen, weil die haben ja eben, wie gesagt, das wird ja benutzt. Aber das würden wir natürlich alles merken, weil wir sind ja schlauer als unsere Großeltern. Uns könnte sowas doch nicht passieren. Aber unter uns, wenn Adolf Hitler die Möglichkeit gehabt hätte, nicht nur diesen Volksempfänger Goebbels-Schnauze, sondern das Internet und diese Möglichkeit Hysterie durch Social Media und Viren, hätte der das genutzt? Hätte der das genutzt? Ich glaube schon. Aber dann wären unsere Großeltern natürlich trotzdem nicht auf die Straße gegangen, weil die ja alle, die waren ja durch die Hitlerjugend, waren die ja alle gedrillt. Die konnten ja nicht frei denken. Das ist bei uns anders. Wir denken frei. Wir handeln frei. Wir hinterfragen die Sachen. Wir würden ja nie auf die Idee kommen zu denken, einen Augenblick mal, die Regierung, die nutzt eine Situation aus, um ganz andere Sachen noch durchzuwinken, wie Impfpflicht und vielleicht morgen auch Tracking. Die Mobiltelefone von der Telekom, wer bei der Telekom ist, da wird man ja jetzt getrackt. In Israel passiert das übrigens auch, dass wenn du aus dem Haus gehst, wird es sofort gemeldet. Das ist fast schon wie Überwachungsstaat. Ist natürlich kein Überwachungsstaat. Das ist wegen der Gesundheit. Ja? Damit es so bleibt, wie es ist. Und die meisten von uns, die fühlen sich in der Situation pudelwohl. Ganz ehrlich, pudelwohl. Und übermorgen zum Beispiel, wenn man nicht weiß, wie lange das noch geht, könnte es sein, dass die Regierung sagt, bis die richtigen Impfstoffe kommen, haben eine Art Psychopharmaka. Die nimmst du und dann macht dir das auch nicht mehr so viel aus. Ich möchte an dieser Stelle einen Film empfehlen, der ist schon etwas älter, und zwar THX 1138. Schaut euch den mal an. Oder auch ein sehr guter Film, Die Hamburger Krankheit. Guckt euch das mal an, weil das haben sich Künstler, also damals noch freie Künstler, alles schon fiktiv ausgedacht. Und es kommt dem, was wir im Moment haben, relativ nahe. Was ich aber interessant finde, ist, wie unser Gedächtnis heute funktioniert, weil wir wissen ja alles über die letzten 48 Stunden, aber nicht einmal das von den letzten 15 Jahren. Du kannst, was du 2009 mit der Schweinegrippe gemacht hast, diese Hysterie abverkauft, das kannst du
ein paar Jahre wiederholen und du kannst es steigern. Wir haben im Moment eine fast totale Ausgangssperre in Europa. Du darfst nicht mehr aus dem Haus. Und das hat es nicht mal 1943 gegeben unter Adolf Hitler. Da war die Gefahr eben nicht, wie die heute ist. Heute ist das viel schrecklicher. Du musst aufpassen. Du brauchst nicht aufpassen, dass ein Bomber kommt, ein Engländer, was auch. Nein, dass die Virusgrippe an der Ecke ist. Und deswegen ist es richtig, dass du zu Hause bleibst, dass du den Käfig hast und dass du auf die neuen Befehle wartest über das Internet. Und ganz wichtig, glaube nur den offiziellen Quellen. Okay? Also zum Beispiel Geschwister Scholl damals zum Beispiel. Weiße Rose war keine offizielle Quelle. Nur den offiziellen Quellen glauben und bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie ruhig, gehen Sie weiter, kaufen Sie ein, gehen Sie dann zurück. Alles super und warten Sie auf neue Befehle. Denn unsere Regierung, die ist vollkommen unabhängig von Big Pharma, unabhängig von Finanzwirtschaft. Die kann frei agieren. Das ist zwar eine marktgerechte Demokratie und Big Pharma sollte auch im Spiel sein, aber das ist doch alles. Wenn man Medikamente hat, habe ich mir sagen lassen, dann ist es doch besser, dass man die erstmal nimmt und sie froh ist, dass es die überhaupt erstmal gibt, als dass man die sagt, ja, wer verdient denn daran? Wer verdient denn eigentlich an Remdesivir, das neue Medikament, was kommen wird? Wer verdient denn eigentlich an den Tests von Roche? Du stellst immer Fragen, du redest immer um Geld. Es geht um Gesundheit und ganz ehrlich, fühlt sich das nicht gesund an? Ist das nicht eine gesunde Gesellschaft? Eine Gesellschaft, wo du sofort, unmittelbar in die Fresse kriegst, wenn du vom Mainstream-Thema abweist, von der Meinung, egal zu welchem Thema, ob du zu 5G eine andere Meinung hast, zu SUV eine andere Meinung hast, zu Viren eine andere Meinung hast, zu den Russen eine andere Meinung hast, zur NATO eine andere Meinung hast, zu den alternativen Medien eine andere Meinung hast, zu irgendeinem Arzt eine alternative Meinung hast, zu einem Journalisten eine andere Meinung hast, zu irgendeinem Jurist, egal, wenn du abweist, gibt's richtig in die Fresse. Und das ist die Freiheit, okay? So fühlt es sich an. Und wie gesagt, du musst dir die Frage stellen, würde ich das mitmachen? Wo guckst du das Video? Auf der Straße oder im Käfig? Und wie lange wärst du bereit, da zu bleiben? Was unterscheidet dich von deinen Großeltern? Na, ganz ehrlich, sehr wenig. Man muss nicht viel machen, um uns einzuschüchtern, um uns Angst zu haben. Wir haben ja furchtbar viel Angst vor dem Tod, ja? Aber ich glaube, du hast mehr Angst vor dem Leben, dich dem mal entgegenzustellen, sagen, ich mache diesen Scheiß nicht mehr mit. Weil man könnte ja diese Situation, Europa ist nicht mehr dasselbe, das ist dir klar danach, auch nutzen und sagen, einen Augenblick mal. Ein totalitärer Staat wäre ja ruckzuck zu installieren. Das ist aber schon ein totalitärer Staat. Verstehst du, da ist es kein Unterschied, weil er kann jetzt machen, was er will. Und den Grund dazu kann er auch einfach erfinden. Das würde sich genauso anfühlen. Und in 2-3 Monaten, wo alle einen Rappel bekommen haben, wo man die Schraube andreht, was noch erlaubt ist, gewöhnt man sich an alles. Und man würde sich auch übermorgen dran gewöhnen, dass Menschen, die auf der Straße gesehen wurden, eingesammelt werden in irgendwelche Lager. Und da vielleicht, wir nennen das nicht Lager, wir nennen das Corona-Krankenhäuser. Das sind Menschen, die wirr sind, die, von denen Gefahr ausgeht, die müssen jetzt erstmal weg. Und ganz ehrlich, würdest du dann auf die Straße gehen? Du gehst jetzt nicht auf die Straße, weil es verboten ist. Aber dann wirst du auch nicht auf die Straße gehen, weil das kann ja gefährlich werden. Das heißt, du würdest abwarten, bis das alles vorbei ist. Und genau das haben unsere Großeltern auch gemacht. 45. Haben auch abgewartet. Und haben dann plötzlich, oh, was war da? Ich habe nichts gesehen. Aber wir sind ja viel mutiger. Wir sind freier. Wir haben Mumm in den Knochen. Wenn unsere Großeltern uns sehen können, die wären verdammt stolz auf uns. Einfach stark. Und ich möchte mal auf die Ärzte kommen. Wie gesagt, es waren Ärzte, die das damals unter Adolf Hitler mitgetragen haben. Es war Dr. Mengele, der auch in die Koryphäe war, auch in weißen Kittel. Und deswegen, du musst eigentlich nur die Autorität verkleiden. Und Uniform musst du ihr geben. Und im Moment sind das eben weißen Kittel und die Kollegen auf der Regierungsbank. Vertrauenswürdige Leute, die ständig Verträge machen per SMS, die dann vom Telefon weg. Zeuge, ob sowas passiert. Das geht aber alles. Das geht alles. Und wenn übermorgen Kettenfahrzeuge durch Deutschland rollen und an jedem Posten stehen und Leute wie ich nicht mehr auf Sendung sind, sondern abtransportiert werden, ganz ehrlich, wird sich da irgendjemand einsetzen oder wird man sagen, naja, da war man eh schon ein bisschen suspekt. Vielleicht posthum kriegt man mal einen Straßennamen. Darum geht's mir nicht. Aber interessant ist eben, und das ist das, was mich so ein bisschen, ja, die Frage, die ich mir stelle, ist, lohnt sich das eigentlich, journalistisch zu arbeiten? Lohnt es sich? Was mich ja umtreibt, ist, lernen die Leute aus so jemanden? Lernen die, dass sie sagen, einen Augenblick mal. Ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Weil das ist nicht meine Freiheit. Ich bin freiberuflich, ich kann machen, was ich will. Es geht ja um eure Freiheit. Wie viel Mumm habt ihr? Wie bereit seid ihr zu sagen, einen Augenblick mal,
Nee. Also ist auch in der eigenen Familie Widerspruch erlaubt? Oder will man da nicht anecken? Ja? Oder machen wir jetzt alle lustige Videos, dass wir zu Hause Hometrainer haben und uns das Programm angucken und warten bis nur. Ist es das, was im Moment läuft? Und eigentlich fühlt sich das ja gar nicht so schlecht an. Diktatur ist ja gar nicht so schlecht. Ist es das? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja? Gut, ich mach Schluss. Da drüben die Nachbarn gucken schon, hat schon zweimal geblitzt, vielleicht sogar ein Foto und dann klingelt es gleich an der Tür. Man weiß es nicht, aber der Jepsen hat ja eh nicht mal den Nasen. Und vielleicht ist dieses Video ja auch eine Art theaterliche Metapher. Man weiß es ja nicht. Guckt euch das an, gebt das nicht weiter, weil das kann man digital verfolgen. Also das ist gefährlich. Aber wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann schaut euch nochmal das Video an, solange es noch im Netz ist. Wie gesagt, von Arte aus dem Jahre 2009. Profiteure der Angst. Ja, da geht es eben um das, was ihr jetzt gerade seht. Und es hat erstaunliche Ähnlichkeit. Ich bin so stolz, dass wir nicht 1943 haben, sondern dass wir eben 2020 haben und dass wir alle vollkommen anders sind als unsere Großeltern. Uns könnte das nicht mehr passieren. Machtergreifung. Wir hätten das gemerkt. Ja? Wir sehen uns. Ich mache den Käfig jetzt mal kurz auf. Und mach aus. Bis dann. Ciao. Mein letztes Video total viral gegangen ist. Ich war nicht draußen, ich bin ein bisschen unrasiert. War ich zu Hause, habe ich mich im Netz umgetan und habe versucht, so ein bisschen so Papier zu bringen, zu recherchieren mit Papier. Um die neuesten Informationen auch in Papierform da zu haben, damit's, weil Leute ja sagen, sag mal, gibt's das auch schriftlich? Erstens, wichtig ist, dass ihr das nehmt. Zweimal täglich das nehmen müsst. Ich nehme es immer. Also gute Nachrichten, gute Nachrichten. Am 20. April, am 20. April hat unsere Kanzlerin gesagt, wird alles besser. Steht in der Zeit. Am 20. April hat es, wie gesagt, da hatte auch mein Kanzler Geburtstag und da wird alles besser. Da werden die Maßnahmen gelockert und wir können zum Teil auch wieder vor die Tür. Es freut natürlich Firmen wie H&M oder Adidas, weil die zahlen im Moment keine Miete. Nee, also die machen Milliarden Umsätze, zahlen aber im Moment wegen der schwierigen Lage keine Miete. Du und ich zahlen natürlich Miete, aber die zahlen keine Miete. Und warum zahlen die keine Miete? Weil jeder, der im Moment in Europa stirbt, ist ein Corona-Tote. Das sage jetzt nicht ich, das sagt jemand, der sich richtig gut auskennt, der Wieler vom Robert-Koch-Institut. Das ist der Wieler. Und der hat gesagt, wir zählen im Moment jeden. Wir zählen jeden, der tot ist, als Corona-Tote. Wenn man sich überlegt, dass wir in Europa eine ziemlich alte, also alte Bevölkerung haben, dann sterben da schon Leute. Und wenn die jetzt alle Corona-Tote sind, weil man in denen Corona findet, dann könnte das heißen, dass wir jetzt immer sagen, die sind nicht mit Corona gestorben, sondern an Corona. Und so machen wir es. Und deswegen haben wir im Moment auch explodierende Zahlen. Das ist moderne Statistik. Was müsste man tun, um wirkliche, also ich bin kein Profi, aber um wirklich statistisch sauber zu arbeiten? Man müsste zum Beispiel sagen, okay, wir haben hier 10.000 Menschen mit dem neuen Coronavirus, dem 19er. Und da haben wir dann 10.000 mit dem alten Coronavirus. Und die vergleichen wir über 2, 3 Monate. Und wenn wir sehen, dass bei denen, also mit dem Corona-19-Virus, die aber außer Coronavirus nie noch mal anders haben, also was ich Herzkrank, wenn da mehr von sterben wie mit dem normalen, dann können wir sagen, das ist gefährlich, ja. Solange wir das aber gar nicht miteinander vergleichen, können wir eigentlich gar nichts sagen. Aber wir sagen einfach, jeder, der stirbt, ist ein Corona-Toter. Das sind 5%, sagen wir einfach mal, von allen, die jetzt tot sind. Und aus dem Grund müssen wir auch für 5% der Bevölkerung diese neuen Impfstoffe
Die kommen, ja. Remdesivir, hab's gesagt. Dafür müssen wir die ordern. Das wird nicht billig, aber das ist für die Sicherheit. Und nur ein Hinweis, es gab ja dieses Kreuzfahrtschiff, die Princess, die lag hier vor Tokio mit 3700 Leuten an Bord, sehr viele Alte. Und die durften ja nicht von Bord. Ich muss mal gucken ein bisschen. Und da sind dann von den 3700, haben sich 700 infiziert. Und von denen sind 6 gestorben. Muss ich das vorstellen? Von 3700 haben sich 700, nachdem man die da eingeschlossen hat, vor allem alte Menschen, infiziert. Und dann sind 6 gestorben. Und das sind... Ich bin nicht gut im Rechnen. Das sind aber keine 5%, das sind 0,06%. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Information, die man einfließen lassen könnte beim Robert-Koch-Institut. Es gibt übrigens eine aktuelle französische Forschung, da hat man genau, konkret, solide, statistisch gearbeitet. Aber diese französische Arbeit fließt beim Robert-Koch-Institut in die Daten einfach nicht ein. Und das liegt daran, dass das Robert-Koch-Institut total unabhängig ist. Übrigens genau wie die Charité. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt wisst, dass die Charité ja eine, sagen wir mal, weiße Kittel-Geschichte hat, die zum Teil braun gefärbt ist. Hier auch eine offizielle Quelle von der ARD. Die Charité, Medizin unterm Hakenkreuz, müsst ihr euch angucken. Interessant, wobei die damals mitgemacht haben. Und was auch interessant ist, wir hören ja im Moment in Deutschland immer nur diesen einen Arzt, den Drosten. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wir haben in Deutschland 390.000 Ärzte. 390.000 zugelassene Ärzte. Und wir hören immer nur einen. Wenn wir da auch mal 5% nehmen würden, dann wären das 19.300. Aber wir hören eben nur diesen einen Arzt. Wir haben ja mal diesen anderen Arzt interviewt, diesen Wodak. Und danach gab es einen Artikel bei der Taz, wo man darauf gesagt hat, wie kann es sein, dass dieser Wodak bei KLFM interviewt wird? Der soll jetzt mal, der ist ja bei Transparency, der sorgt also für Transparenz, ein schwieriger Kandidat für die Pharma. Der muss da raus. Und dann haben die den jetzt nicht rausgeschmissen, sein Amt ruht und das feiert die Taz. Alles Quellen. Das ist wichtig, die Quellen sind wichtig. Und jetzt mal was anderes. Es gibt ja neben der Krankheit, dass wir nicht raus dürfen, da gibt es ja noch eine ganz andere Krankheit, die ist viel schlimmer und die hält an. Es ist die sogenannte digitale Demenz. Ich weiß nicht, weil ja im Moment wieder viel Spiegel gelesen wird und Tagesspiegel gelesen wird und Welt gelesen wird und ARD und ZDF gelesen wird, ob sich noch jemand an das... an das Unwort 2014 erinnern kann. Und es war ja Lügenpresse. Und 2014 war ja auch der Journalist des Jahres, Relozio, hab ich hier. Guck mal hier. Ist Lü und Relozius. Und davon redet ja im Moment überhaupt keiner mehr, sondern wir haben jetzt eine allgemeine Ausgangssperre. Und gestern zum Beispiel, am Samstag, da war ich auf beim Rosa-Luxemburg-Platz vor dem Theater, da Volksbühne, da gab es eine Demo mit Uli Gellermann und die haben dort das Grundgesetz verteilt. Weil im Grundgesetz zum Beispiel gibt es ja Artikel 8. Und das ist ja Versammlungsfreiheit. Und das ist im Moment, gilt es nicht mehr, weil im Moment ist das Paragraph 28 aktiv wegen des Infektionsschutzgesetzes. Und da hat man gesagt, Infektionsschutzgesetz geht über Versammlungsfreiheit. Wenn man sich ein bisschen im Netz mit Leuten auseinandersetzt, die sich auskennen, Juristen, dann sagen die, das ist verfassungswidrig. Das ist komplett illegal. Das sind total überzogene Maßnahmen und das ist Verfassungsbruch. Aber es spielt keine Rolle. Deswegen hat die Polizei auch die Versammlung dahingehend aufgelöst. Haben die auch alte Menschen kontrolliert, welche die 89 schon da waren, vielleicht sogar schon 49. Und haben dann gesagt, wenn ihr nicht aufhört, damit schließen wir euch weg. Weil das finde ich eben so beruhigend, dass Leute mit Uniform, die machen das, was man ihnen sagt. Das erinnert mich so ein bisschen an die Ausschreckung damals in Vietnam, ist länger her. Da hat man auch innerhalb der Vereinigung
Vereinigten Staaten, da hat die Nationalgarde ganz junge, unerfahrene Soldaten auf Studenten auf den Campusen geschossen. Da gab es viele Tote und da gab es dann auch Briefe. Und zwar an die Eltern der Erschossenen, da hat man selber Schuld, aus den Kindern wären eh nur Kommunisten geworden. Und das finde ich gut, dass ich mich da auf die Polizei verlassen kann, dass die genau macht, was man ihnen sagt, weil die lesen natürlich auch die Presse. Jetzt wird's richtig spannend. Übrigens, was ich sagen wollte, wenn man sich ein bisschen mit Presse intensiv auskennen will, kennt ihr das Buch hier? Heidegger Testament, da geht's um Spiegelleute zum Beispiel, auch die Herren Journalisten. Weil ganz viele vom Spiegel am Anfang waren vorher schon in der NSDAP. Ganz viele, also unglaublich viele, bis in die Chefredaktion bei der NSDAP und die jetzt eben Spiegelleser, das ist das Qualitätsmedium. Müsst ihr lesen. Noch ein Buchtipp übrigens. Warum viele sich fragen, warum das so läuft, wie das läuft, obwohl es verfassungswidrig ist, obwohl es überhaupt keinen Grund gibt, weil es ist gar nicht so schlimm, weil wie gesagt 0,006% sind tatsächlich gefährdet, weil der Punkt ist, ja, und das hat das Robert-Koch-Institut ja einfach mit. Die sagen, jeder, in dessen Blutbahn man ein Coronavirus findet, der ist automatisch krank. Und deswegen müssen wir für den ein Bett bereithalten. Wenn man umgedreht zum Beispiel sagen würde, jeden, wo wir ein Influenza-Virus finden, der ist automatisch krank, für den müssten wir ein Bett bereithalten, dann bräuchten wir, glaube ich, bei der Bevölkerung, glaube ich, 850.000 Betten in Deutschland. Aber das ist die moderne Statistik. Und ich wohne ja hier im Regierungsviertel. Und hier um die Ecke zum Beispiel, da sind im Schnitt 50.000 Autos fahren da durch die Straßen, jeden Tag. Und ich habe mir jetzt vorgestern mal die Mühe gemacht und habe nachgezählt, ja, es war spät abends schon, wie viele Frauen sitzen da am Steuer. Und gestern, weil es schon spät war, waren das 60 Frauen. Heute habe ich gezählt, waren es schon 360 Frauen bis nachmittags. Und habe ich mich wieder hingesetzt und habe festgestellt, 1.600 Frauen habe ich am Steuer gezählt. Das heißt, diese Kurve geht natürlich exponentiell. Ja, jetzt könnte man sagen, Entschuldigung, diese Zahlen kannst du doch nur vergleichen, wenn du vorher gezählt hättest, wie viele Frauen vorher denn sowieso schon gefahren sind. Nur dann hast du praktisch valide Daten. Aber das ist Quatsch, weil wenn das Robert-Koch-Institut und die Charité und die Weltgesundheitsorganisation das sagt, dann machen wir das, weil wir sind ja Psychologie der Massen, übrigens von 1800, glaube ich, 98 von Gustave Le Bon. Wir sind gehorsam, weil wir suchen nach der Autorität und dann machen wir das. Aber ich möchte noch mal was anderes sagen. Ich mache heute nicht so lange. Und zwar, wie gesagt, ich habe mich hier vorbereitet. Ich möchte noch mal was sagen zur Weltgesundheitsorganisation. Ich hab was vorbereitet, wie bei einer Kochsendung. Und zwar, die Weltgesundheitsorganisation hat ja 2005 hat sie zusammen mit den United Nations ja vor der Schweinegrippe gewarnt und hat hochgerechnet, dass wir sterben werden. Und zwar 150 Millionen Tote wird es geben. Und es gab auch knapp 455 oder 500. Also es ist schon ein Unterschied zwischen 150 Millionen und 450. Kann man sich mal irren. Was ich sagen möchte, die Weltgesundheitsorganisation, das klingt immer so noch. Das klingt immer so nach Welt, aber wer bestimmt eigentlich in der Weltgesundheitsorganisation? Wer ist das? Und da ist es so, dass ich muss es euch zeigen. Ich habe was vorbereitet. Ganz kurz mal. Also dass 80% der Einnahmen bei der Weltgesundheitsorganisation kommen von privaten Spendern. Die meisten sind zweckgebunden. Und das ist die Pharmaindustrie. Aber der zweitgrößte Spender der Weltgesundheitsorganisation, also der am meisten Geld gibt, also der zweitgrößte, ist der Bill Gates. Und Bill Gates hat ja zusammen mit seiner Frau Belinda diese Bill Gates Organisation. Und die entwickeln zum Beispiel Impfstoffe.
Und wenn der Bill Gates bei der Weltgesundheitsorganisation nicht mehr bezahlen würde, dann wären die pleite. Das heißt, der bestimmt quasi, was die Welt, also Bill Gates Welt, was die erforscht. Und natürlich ist es bei der Weltgesundheitsorganisation, wäre es so, dass man sagen könnte, wir sorgen dafür, dass die Weltgesundheit besser wird, indem wir zum Beispiel dafür sorgen, dass die Menschen überall Nahrungsmittel bekommen oder aber, dass sie sauberes Wasser bekommen oder Bildung. Aber das ist kein Geschäftsmodell. Wenn man aber sagt, wir bekämpfen Krankheiten, die aufgrund unserer Politik überhaupt erst entstehen, dann habe ich Impfstoffe, die ich auch über die Weltgesundheitsorganisation praktisch empfehlen kann, wenn ich eine Pandemie ausrufen kann. Und deswegen alles offizielle Quellen hier, was Gesundheit ist oder nicht, bestimmt Bill Gates. Bill Gates ist das. Und der hat übrigens auch schon, auch offiziell, die Pandemie, die wir jetzt haben, er hat sie vorausgesagt. Ich weiß nicht. Wir leben in einem Land, da ist es vor allem wichtig, dass du Scheißhauspapier hast. Ich habe ja hier 4 Rollen dabei. Mir kann also nichts mehr passieren. Beschissen, kann es nicht laufen. Nicht vergessen, immer das nehmen. Also, um zurück zu Bill Gates zu kommen. Bill Gates ist übrigens einer der Hauptaktionäre bei der Tübinger Firma CureVac. Offizielle Quellen, also ich habe mich heute echt mal vorbereitet. Und ja, er ist auch der heimliche Chef bei der Weltgesundheitsorganisation. Das hat die Welt geschrieben, also die Welt, nicht die Welt, also nicht die Weltgesundheit, sondern die Welt, das ist Springer. Und wenn die das schreiben, dann stimmt das. Und was ich interessant finde, er ist auch einer der Hauptaktionäre von der Firma, die Remdesivir auf den Markt bringen wird, wie ich es ja neulich gesagt habe, nämlich Jill Sciences. Und er glaubt es nicht. Jill Sciences hat gestern einen offenen Brief von dem CEO ins Netz stellen lassen, an open letter, ja, from the chairman. Und da feiern die zum Beispiel, dass die jetzt das Medikament fast fertig haben. Wie gesagt, von der Firma, die auch Bill Gates gehört, der größte Spender bei der Weltgesundheitsorganisation ist. Und der Aktienkurs, der ist richtig nach oben gegangen. Und deswegen, wenn auch was der Drosten ja sagt, das Medikament kommt, was Child findet, weil jetzt gibt es nicht mehr diese, früher gab es die Sicherheitsvorschriften, da musste man lange testen, aber auf der Seite von Charles Sciences sagt der CEO, dass ganz viele von uns an ihn herangetreten wären und hätten gesagt, bitte gib uns das Medikament. Und das muss es jetzt ganz schnell rausrücken. Und er hat es praktisch fast schon in der Pipeline, sodass wir alle versorgt werden können zu einem fantastischen Preis, der ja, wie gesagt, ihr kennt es vom letzten Mal, Preisdiktat an unsere Regierung gekauft wird. Und dann nehmen wir das. Und jetzt wird es richtig dicke. Man muss sich ja die Frage stellen, weil das ja alles so überraschend ist. Hätte man sich vorbereiten können? Jetzt kommt. 2012 hat das Robert-Koch-Institut eine Risikoanalyse mitformuliert, ging durch den Bundestag, Pandemie durch Virus Modi SARS. Und da ist das, was wir jetzt gerade, was zufällig passiert ist alles schon beschrieben. Und im Kleingedruckten könnt ihr lesen, steht auch, dass es erlaubt ist, dann unveräußerliche Rechte in der Demokratie kurzfristig stillzulegen. Ich glaube, die Nachbarn, ich mache mal eben das Licht aus, stillzulegen, weil die Gefahr so groß ist. Und deswegen heißt es zum Beispiel, Unversehrtheit der Wohnung gilt dann nicht mehr. Die können jederzeit zu dir in die Bude. Sie können dich auch abholen. Sie können dich auch einsperren. Und sie können dich auch impfen. Und das wusste man alles schon 2000. Das war eine Risikoanalyse mit dem Robert-Koch-Institut und unserer Regierung. Und da hat man quasi ich weiß es nicht, ist das hellseherisch, aber genau das ist das, was jetzt hier passiert. Und jetzt sehen die Nachbarn wieder weg. Ich mache das Licht mal wieder an. Nicht so hell, dunkler, viel dunkler, ganz dunkel, ruhig, brauner, ganz. Ja. So. Und da
Ist es eben so, dass man jetzt quasi unter, jetzt mal ist eine reine Verschwörungstheorie, dass man jetzt mal testet, wie denn die Bevölkerung in einem extremen Ausnahmezustand reagieren würde, ob man das in den Griff bekäme durch eine simulierte Gefahr. Denn die wirkliche Gefahr ist ja der Zusammenbruch der Weltwirtschaftsfinanz, der Hochfinanz. Und da gehen die Leute natürlich dann auf die Barrikaden. Da wäre ja natürlich Bankenmann, da wäre Chaos in den Straßen. Und wenn man aber vorher schon mal trainiert hätte, was man machen müsste, damit die Leute zu Hause blieben, wäre das Ungefährlichste, dass man erst einmal einen Virus und dessen Gefährlichkeit behauptet, um zu gucken, wie weit man gehen kann. Und dann stellt man fest, man kann extrem weit gehen. Man kann extrem weit gehen. Und die meisten machen das ja, wie gesagt, mit. Ich möchte euch noch am Schluss, weil ihr habt jetzt eh viel Zeit zu lesen, ein wichtiges Buch empfehlen. Und zwar, wer schützt die Welt vor den Finanzkonzernen? Weil am Ende gehören ja die ganzen Finanzkonzerne immer drei großen Playern. Und das ist, merkt euch das, BlackRock, da kennt ihr den Friedrich Merz, der Bundeskanzler wird. Dann haben wir Vanguard und dann haben wir State Street. Und das heißt, was wir im Moment haben, ist quasi eine Governance. Wir simulieren jetzt eine Pandemie, die vorausgesagt wurde mit dem Robert-Koch-Institut und der Weltgesundheitsorganisation, die von Bill Gates kontrolliert wird, der auch die Firmen besitzt, die die Medikamente dann überraschend auf den Markt bringt, um uns alle zu retten. Und deswegen machen wir inzwischen vorübergehend eine Demokratiepause. Ja? Deswegen tut euch einen Gefallen, macht weiter mit, marschiert weiter mit. Und wenn es morgen Boni gibt, zum Beispiel extra Toilettenpapier für jeden, den sie denunzieren, der von der Meinung abweicht, dann würde ich mir an eurer Stelle da was sichern. Ich bin sicher, der ein oder andere, dem gehen die Vorräte aus. Das soll's heute von mir gewesen sein. Wie gesagt, es ist eine wahnsinnig spannende Zeit. Man kann auch so ein bisschen beobachten, wie es weitergeht. Und am 28., wie gesagt, Führersgeburtstag, sagt unser Kanzleramt, ist alles vorbei. Und das ist auch toll, weil zum Beispiel fällt mir ein, 1938 war ja der damalige Bundeskanzler vorgeschlagen, Time Magazine, Man of the Year. Und das hat ja vor ein paar Tagen auch Angela Merkel geschafft. Man of the Year, also auch geschafft. Und ich glaube auch, dass wenn sie das jetzt richtig managt, ja, weil wir sind, die macht ja einen super Job, dass es vielleicht sogar möglich ist, eine fünfte Amtszeit zu bekommen. Und weil die meisten Leute, ob die wählen sollen oder nicht wählen sollen, das entscheiden die ja nicht selber, sondern das entscheidet Klaus Kleber, wahrscheinlich auch noch Harald Lesch und wer denn noch? Die Bild-Zeitung, genau. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, dass dieses Video, obwohl ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ob es nochmal viral geht, aber ich fühle mich in meinem Käfig irrsinnig wohl. Da sind schon wieder die Nachbarn, die jetzt hier blitzen. Ich mache nochmal das Licht aus und möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken. Bleibt zu Hause, bleibt in den Käfigen und wenn morgen, wie gesagt, die Psychopharmaka nach Hause frei Haus geliefert wird, vielleicht von Giles Heinzen, da ist vielleicht Psychopharmaka die Nebenwirkung, dann nehmt das Zeug, hinterfragt nichts, schluckt es runter, es ist eine bittere Pille, aber hier in diesen Käfigen kann euch auch nichts passieren. Und was interessant ist, muss ich noch nachtragen, ihr erinnert euch vielleicht, damals in Köln, als da Personen sagten, sie wären angetanzt worden, da hat man ja empfohlen, man möge doch bitte den Sicherheitsabstand auch wahren. Und der ist ja jetzt da sogar untereinander. Wir haben jetzt ja untereinander in den Häuslichkeiten sogar Sicherheitsabstand und das ist ja sogar mehr wie damals. Es ist nicht eine Hand, sondern es sind ja praktisch 1,5 bis 2 Meter und da kann uns eigentlich gar nichts mehr passieren. Wir haben ja immer sichere Außengrenzen gefordert in der EU und jetzt haben wir fantastische sichere Innengrenzen sogar innerhalb Deutschlands. Das hat es bisher noch nie gegeben. Das ist ein einmaliger Ausnahmezustand. Das hat es noch nicht gegeben und die meisten von uns machen mit, machen die Augen zu, was sich so ein bisschen so wie jetzt anfühlt und jetzt genießt doch mal die Ruhe. Merkt ihr das? Das geht jetzt vielleicht ganz lange so. Shut down. Shut up. Halt die Fresse. Wegtreten. Hier spricht dein Kanzleramt. Und wie gesagt, am 20. April gibt es neue Befehle. Bis dahin wartet zu Hause ab. Aber eine Bitte an euch. Nicht, dass wir in 9 Monaten den häufigsten Namen Carina haben. Kein Sex. Kein Sex. Denn Sex, das ist ja nur mit der Missachtung des Mindestabstands zu tun. Einmal muss ich noch das Licht kurz anmachen. Ganz kurz, ich mach's nochmal ganz kurz. Mach ich's nochmal an. Es gibt noch einen Gewinner. Es gibt noch einen Gewinner der Krise.
Es gibt noch einen Gewinner. Und der Gewinner der Krise, der Gewinner der Krise, das ist ein, aber ich hab's ja gleich, ich mach doch das Scheißding mal aus. Der Gewinner der Krise, das ist Jeff Bezos, weil im Moment ist es eben so, die haben 100.000 neue Mitarbeiter eingestellt, weil die Leute zu Hause sind und anstatt sich Gedanken zu machen, was hier falsch läuft, nutzen sie das Online-Warenangebot und kaufen bei Amazon richtig ein. Und nach der Krise wird es viele normale Läden einfach überhaupt nicht mehr geben, denn unsere Regierung ist ja bereit, ja, das Haus zu sprengen, weil der Dachstuhl brennt. Ich muss Schluss machen, ich muss meine Dosis wieder nehmen. Ich bedanke mich und mach Schluss. Ja, tschüss. Hallo, seid ihr noch wach? Wunderbar. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Robert-Koch-Studio. Ich möchte euch heute ein Rezept vorstellen, das heißt Ciao-Grundgesetz. Es geht darum, vorübergehend erstmal wesentliche Grundrechte auszuhebeln. Zum Beispiel Artikel 8, Versammlungsverbot, ab jetzt erstmal unbegrenzt und vorübergehend. Das sind zwei interessante Worte, auch hier im Robert-Koch-Studio. Bevor wir anfangen können, ist es total wichtig, eine Art Krisenherd-Stimmung zu erzeugen. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr vielleicht zu Hause erst einmal eure Uhren auf 5 vor 12 einstellt. Ich habe das schon mal vorbereitet. 5 vor 12, Batterie rausnehmen, dann bleibt die Uhr stehen. Rezept ist relativ einfach. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass da draußen eine Pandemie erzeugt wird. Und das geht nur, wenn ich mit den richtigen Zahlen die falschen Dinge behaupte, indem ich Statistiker, sag ich mal, ein bisschen frisiere, indem ich sie einkoche. Also ein Beispiel zum Beispiel. Ich könnte sagen, dass es in Deutschland bald so sein wird wie in Italien, wo ja wirklich mehr Menschen sterben als in Deutschland. Und ich könnte dann verheimlichen, dass in Italien, in der Lombardei speziell, es um ein paar Dinge gibt, die da auch ein bisschen anders sind als bei uns. Zum Beispiel, Italien ist die zweitälteste Bevölkerung der Welt. Und dann ist speziell die Lombardei eine Gegend mit einer extrem hohen Luftverschmutzung. Das darf ich natürlich nicht sagen. Und dann darf ich auch eins nicht sagen, dass in Italien generell das Gesundheitssystem ziemlich marode ist. Die haben ja nur 5.000 von diesen Spezialbetten, während wir ja 25.000 haben. Aber ganz wichtig ist auch, dass wir das nicht sagen, dass in Italien zum Beispiel es viel einfacher ist, an Antibiotika heranzukommen. Die sind zwar rezeptpflichtig, aber die Ärzte gehen damit wesentlich großzügiger um. Und das bedeutet dann, dass wenn Menschen sehr alt sind und dauernd dieses Zeug genommen haben, dass sie dann natürlich schon angezählt sind, wenn man wirklich ein gefährlicher Keim um die Ecken kommt. Egal, ich möchte heute auf ein Datum zu sprechen kommen, und zwar den 27.03. Da hat das Robert-Koch-Institut die Statistik veröffentlicht, um darauf hinzuweisen, dass es immer gefährlicher wird in Deutschland. Und zwar hat das Robert-Koch-Institut Folgendes nachgewiesen. Sie haben nämlich gesagt, sie haben in der Kalenderwoche 11 auf 12 die Messungen verglichen, und da sind diejenigen, die infiziert waren, da sind die steil nach oben gegangen, und zwar um Faktor 3. Genau genommen, die haben in der ersten Woche 130.000 Menschen gemessen und haben dort dann 8.000 Menschen festgestellt, die positiv waren. Und das Robert-Koch-Institut geht ja erstmal davon aus, dass jeder, der positiv auf Covid getestet wurde, dass der wahrscheinlich ärztliche Behandlung braucht. Bei über 90% braucht man das zwar gar nicht, die haben nur Husten und die meisten merken es gar nicht. Und wenn du nicht zur Risikogruppe dazugehörst, dann spürst du es sowieso nicht. Aber ich sag das erstmal wegen dem Krisenherd, ganz, ganz wichtig, damit die Stimmung da ist. Weil sonst wird mein Rezept, wie heißt das doch gleich, ja, ciao, Grundgesetz, wird es ja nie fertig. Deswegen nochmal willkommen für alle, die erst jetzt zugeschaltet haben. Okay, ich habe also diese 8.000 in der ersten Woche und dann in der nächsten Woche habe ich 24.000. Das sind natürlich dreimal mehr und das ist natürlich exponentiell. Was ich nicht sagen darf, ist, dass ich auch diejenigen, die ich getestet habe, verdreifacht habe. Nein, das darf ich nicht sagen. Also ich habe erst 130.000 Menschen getestet und da habe ich 8.000 Infizierte gefunden. Und dann habe ich zwar 24.000 Infizierte gefunden ein paar Tage später, aber ich habe auch 350.000 getestet. Und wenn man das durchrechnet, dann ist das tatsächlich ein Anstieg von 6% auf 7%. Und nochmal ganz offizielle Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Ich stelle es euch als Link rein. Die Getesteten
Also die positiv Getesteten, da sterben zum Teil welche. Und das sind jetzt noch nicht 5%, das sind aber jetzt schon sind es 0,6%. Wow, 0,6%. Und da ist natürlich klar, das Schaugrundgesetz, dass das so nie fertig wird. Ich muss da ein bisschen was machen. Deswegen darf ich auch nicht sagen, dass das Durchschnittsalter derjenigen, die gestorben sind, das war vollkommen überraschend. Die Menschen waren erst 81 Jahre alt. Also nochmal, um dieses Rezept wirklich durchzubringen, 5 vor 12, ja, ist es ganz wichtig, dass ich einfach nicht sage, dass ich dreimal so viele Menschen getestet habe, sondern dass ich nur sage, dass ich dreimal so viele positiv gefunden habe. Weil wenn ich nämlich sage, dass ich dreimal so viel getestet habe und dann auch dreimal so viel gefunden habe, dann stellen die Leute ja fest, dann ist es ja gar kein Anstieg. Dann kann ich das ja alles mit dem Grundgesetz und Artikel 8 überhaupt ja gar nicht durch. Und dann wird ja möglicherweise aus vorübergehend ein ganz schneller Shutdown, also bei der Regierung vor allem. Und das darf ich nicht zulassen. Und deswegen möchte ich euch nochmal, um es zu veranschaulichen, möchte ich euch nochmal folgendes Beispiel, also ich möchte euch zeigen, was wir brauchen oder was ihr braucht, um es zu Hause nachzukochen. Ihr braucht ein solches Reagenzglas. Ihr braucht ständig Propaganda. Und dann sind das hier, das sind die ich messe. Ja, seht ihr die? Das sind die ich messe. Oh, das sind jetzt welche. Und von ein paar von denen sind diese roten. Das sind die ich gefunden habe. So, seht ihr? Und das sind natürlich schon ein paar. Guckt euch das an. Das sind schon ein paar, die da drin sind. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt müsste ich natürlich dreimal so viel messen. Das mache ich auch, sag's aber nicht. Sondern schütt alle, die ich gefunden habe, dazu. Und schon ist es nur noch rot. Seht ihr das? Und das ist Pandemie. Es ist also schlagartig, wie sich das abgespielt hat. Und das ist natürlich furchtbar gefährlich. Und deswegen müssen wir zu Hause bleiben. Und deswegen müssen wir all das machen. Das ist Feierabend. Artikel 8. Vorübergehend. Shutdown für alle. Wir sprengen das Haus, weil der Dachstuhl brennt. Das ist die Technik vom Robert-Koch-Institut. Das soll es von hier heute auch schon gewesen sein. Hier vom Robert-Koch-Institut. Vielleicht noch abschließend für alle, denen der Appetit vergangen ist. Dieses Buch von Frank Schirmacher. Warum wir im Informationszeitalter Dinge tun müssen, gezwungen sind, Dinge zu tun, die wir nicht wollen und wie wir unser unabhängiges Denken zurückgewinnen. Ja? Ganz wichtig. Und ihr seht, mir sind die Klorollen ausgegangen. Ich beschäftige mich ein bisschen mit den anderen Kollegen, die schon ganz früher diese Gerichte gekocht haben. Es war auch zum Teil sehr, sehr erfolgreich. Das soll es von hier aus gewesen sein, im Robert-Koch-Studio. Ihr könnt es zu Hause ruhig nachmachen. Ich muss bloß, denn hier brennt mir ja sonst was an. Bis dann, ciao. Was haben wir eine Scheißangst? Mann, haben wir eine Scheißangst, wie das ausgeht. Die Angst ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von außen. Und das ist vielleicht möglicherweise, ist das vielleicht Absicht. Wenn man sich auf was verlassen kann, dann ist es auf unsere Angst, wir die Typen mit dem Red Bull, die Extremsportler, die hippen Typen in Mitte, die ohne Helm Fahrrad fahren. Aber wenn so ein bisschen Corona, dann tragen wir lieber Masken. Es hat es noch nicht gegeben, dass die ganz Linken und die AfD-Spitze einer Meinung sind. Stay at home. Es ist so simpel, es ist so einfach. Man muss sich das vorstellen, besuche ein deutsches Krankenhaus, geh mal auf die Intensivbettenstation, da ist nichts los. Wo bleibt denn der Einsturm? Ach, der ist nicht da, weil wir so tolle Maßnahmen haben, aha. Aber wie ist das dann in Schweden? Da ist er auch nicht und die haben gar nicht diese tollen Maßnahmen. Die werden das auch noch bereuen. Ist das nicht lustig, ne? Da reißen sich unsere Großeltern den Arsch auf, ja, damit so etwas wie Faschismus nie wieder passiert und basteln am Grundgesetz. Und in 3, 4 Wochen ist alles vorbei. Einfach begraben. Ich meine, wir Deutschen haben das Recht auf Widerstand, aber das müssen wir uns von oben genehmigen lassen. Wir haben einfach gar nichts verstanden. Artikel 8 ist dauerhaft. Dauerhaft vorübergehend, da muss man schon kirre sein, um da nicht die Kurve zu bekommen. Der ist erstmal weg und daran halten wir uns. Und wenn wir zum Beispiel die Letzten auf die Straße gehen und sagen, hey, die Maßnahmen gehen so ein bisschen zu weit, dann sind sich plötzlich alle einig, sogar die ganz Linken mit den ganz Rechten, dass bei uns etwas komisch ist, weil wir sind nicht gehorsam. No, gehorsam ist das neue Geil. Ich habe mich heute richtig aufgeregt. Ich habe mir die Frage gestellt, für wen machst du denn den Scheiß eigentlich?
Nee, für wen machst du denn den Scheiß eigentlich? Und was haben wir uns dann immer in der Presse die Finger wundgeschrieben? Bei anderen Regime-Changes irgendwo, wie man das machen muss und wie NGOs dabei helfen, damit es dort zu einem friedlichen Putsch, zu einer friedlichen Revolution kommt. Und genau dieselbe Scheiße wird hier angewendet. Und ihr, die ihr das eigentlich studiert habt bei dem anderen, ihr merkt es gar nicht. Nee, das kann ja nicht sein. Also du wirst einen Anruf geben, ne? Was ist denn das hier eigentlich, was hier im Moment passiert? Was ist das? Na, das ist eine Art Corona-Diktatur, kann man schon so sagen, ne? Weil, dauerhaft vorübergehend. Und ich meine, spätestens, wenn das Oktoberfest abgesagt wurde, dann würde ich mir was überlegen, ja? Es gibt ja dieses Buch von Naomi Klein, Schocktherapie. Ich meine, angenommen, du wirst eine von diesen Eliten und du würdest feststellen, dass dein Konzept überhaupt nicht aufgeht. Also dein kapitalistisches Konzept. Das haben jetzt zwar alle übernommen, also auch die Kommunisten und die Sozialisten, aber trotzdem geht's nicht auf, weil dafür ist die Erde ein bisschen zu klein. Wie kommst du aus der Nummer raus? Wie kommst du aus der Nummer raus, ohne Macht zu verlieren? Na, erstmal musst du die Leute, die musst du einschüchtern, Angst einjagen und zack, ist da plötzlich ein Coronavirus. Und die Leute, die vorher den Gesundheitsapparat in Deutschland kaputt gespart haben, die sagen plötzlich zu dir, denn du sagst, Entschuldigung, die Maßnahmen sind übertrieben, dir geht's hier wohl nicht um Menschenleben, das muss man sich vorstellen. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind. Warum retten wir das nicht? Weil wir zu viele sind. Also sagt man, sagen die ganz oben, wir sind zu viele. Wenn man alle Menschen, die es auf diesem Planeten gibt, wenn wir die nach Österreich bringen würden, dann hätte jeder 17 Quadratmeter und der Rest der Erde wäre leer. Aber wenn die ja ganz oben, wenn die sich darüber Gedanken machen, dass ihr Modell ja nur dann noch erfolgreich ist, wenn alle so leben wie sie, weil nur so lässt sich das verkaufen, dann wird es knapp auf der Erde und deswegen müssen ein paar weg. Kannst du so natürlich nicht sagen, da sind sich alle Eliten einig. Also was machst du? Da plötzlich bist du dir einig. Alle sind sich da einig. Ja, alle Länder, die da mitmachen, sind sich total einig. Wird hier mal als Argument angeführt. Die Russen machen das auch. Die Amerikaner machen das auch. Die Spanier machen das auch. Die Europäer machen das auch. Dann muss das richtig sein. Wenn alle Leute alles dasselbe machen, es ist total richtig. Das hat uns die Geschichte ja bestätigt, ne? Damals zum Beispiel haben alle das gemacht, alle das geschrieben. Alle sind in dieselbe Richtung. Die Rechten und die Linken an dieselbe Front. Und deswegen ist total richtig. Das ist Crowd. Also Schwarmintelligenz ist das, ne? Die Wissenschaft hat übrigens damals ganz genau gesagt, also es gab eine wissenschaftliche Rasselehre, die haben alle unterschrieben. Und es gab damals auch schon den ein oder anderen, sag ich mal, Querschläger, so eine Art Wodak. Und da hat man gesagt, geht gar nicht, der muss weg. Und der kam dann auch weg. Die Psychiatrie wurde immer schon eingesetzt, um Leute, die anders denken, also selber denken, um die wegzubringen, ja. Aber was ich feststelle ist, wie gut sich das für einige von euch da draußen anfühlt. Die fahren durch Berlin-Mitte, alleine im Auto sitzend, in so einem Mietwagen ganz schick oder auf ihrem Fahrrad mit der Maske auf. So schnell hast du den Deutschen noch nie die Fresse poliert wie in diesem Moment. Und das fühlt sich gut an, endlich mal gehorsam sein. Ja, auch die Linken wollen endlich mal gehorsam sein. Hey, bei den Linken, ja, am Rosa-Luxemburg-Platz, muss ich vorstellen, da ist seit Wochen abgeschlossen. Da ist nix. Also die Linken, wir haben keine Opposition, es gab sie nicht. Die ist weg. Und die Antifa, ich hab ja Post bekommen. Antifa-Stadtrand ist im Homeoffice, muss man sich vorstellen. Weil die Regierung, also diese Typen, die sonst immer Probleme haben mit der Autorität, die hören auf einmal auf die Regierung. Das hat's noch nie gegeben. Auch Greta ist plötzlich nicht da. Obwohl, jetzt müsste Greta ja auf die Straße gehen. Mit ihren Kumpels. Ja, forget it, fuck off, Homeoffice. Weil so sauber war die Luft noch nie. Und man muss sich vorstellen, jedes Jahr sterben ja in Deutschland 80.000 Menschen allein durch die Feinstaubbelastung. Die werden ja jetzt gerettet. Also das schaffen wir gar nicht mit den Corona-Maßnahmen. Die wir nur retten dadurch, dass jetzt der Shutdown ist. Da müsste eigentlich Greta auf die Straße gehen und sagen... Sag sie aber nicht. Sag sie nicht. Und warum sagt sie es nicht? Und warum gibt es keine Antifa? Warum? Haben die sich abgesprochen? Nee, die sind gesteuert. Und wenn es eine Maßnahme ist, die gegen die, nicht gegen die Regierung, sondern gegen die zukünftige Regierung ist, die Weltregierung, die kommen soll, Zitat Bill Gates, gegenüber der Süddeutschen Zeitung schon vor ein paar Jahren, wir brauchen eine Weltregierung, wenn es in deren Sinne ist, NGO finanziert, dann ist man weg. Ja? Auch zum Beispiel das Zentrum für politische Schönheit ist im Moment gar nicht da. Wo ist er, der Kollege? Zentrum für politische... Nein, der tut, wie ihm befohlen, ist zu Hause, ja? Er ist ein Mitläufer oder ein Mitofficer, so muss man es nennen. Ja, ein Mitofficer, ein Homeofficer, hallo Homeofficer, ja? Hey, die Künstlerszene in diesem Land, auch ihr seid sowas von unglaubwürdig. Jetzt, weil ihr guckt ARD und ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht. Diesmal lügen sie alle nicht. Warum nicht? Weil es keine abstrakte Angst ist.
Diesmal geht's um euch. Und bevor ich da auf Nummer, bevor ich da was riskiere, bleiben wir lieber alle zu Hause. Aber was ist denn eigentlich daraus geworden aus No Nation, No Border? Hä? Was ist denn da los? Da müssten wir doch eigentlich jetzt ein paar Leute hierher holen, die wir hier retten. Nee, das machen wir nicht. Doch, doch. Wir haben es nicht geschafft. Ja, in all den Wochen haben wir es nicht geschafft. Zum Beispiel Kinder aus den Flüchtlingslagern, griechisch-türkische Grenze, die irgendwie übers Mittelmeer geschippert wurden, auch nur ein Kind aus so einem Lager zu holen, haben wir nicht geschafft. Aber wir haben tausende Erntehelfer aus Rumänien geholt, damit wir während des Shutdowns in Deutschland frischen Spargel haben. So gefährlich ist die Situation. Wie passt das zu meinem linken Verständnis? Das ist eben auch bloß angenommen. Man muss sich das vorstellen, ne? Bill Gates und seine Bill Gates Foundation, das sind genau drei Leute. Drei Leute. Das ist Bill Gates, der Mann mit Windows und den Viren, mit denen er damals schon nicht fertig geworden ist. Das ist eine Frau, Melinda, ja, zwar ein vollkommen spießiges Ehepaar. Und dann haben wir noch Warren Buffett, ja, der auch schon scheintot ist. Die drei, die sind die Bill und Melinda Gates Foundation, die drehen da was geht. Und dann gibt's da noch diesen militärischen Arm, wo der ganze Rüstungsapparat mit drin ist. Tabakindustrie, Big Pharma, alle sind da drin. Und wenn die Geld brauchen, dann haben sie sich überlegt, wie machen wir das? Wenn wir Geld brauchen, dann brauchen wir eine Bedrohung und dann brauchen wir eine Krankheit und deswegen brauchen wir Pandemien. Die haben die schon damals 2009 erfunden. Die Schweinegrippe war eine Erfindung, ja, von den Leuten, die die WHO besitzen. Und wer besitzt denn die WHO? Der zweitgrößte Spender, muss man sagen, weil die sind ja auf Spenden angewiesen, weil alle Staaten der Welt zu wenig Geld haben, muss einer in die Spur kommen. Und das ist Bill Gates, ja, also Dollar Bill Gates, wie geht's weiter? Und dann hat er gesagt, ich bin der größte Spender, aber dann möchte ich auch ein bisschen mitreden, ja. Und dann bin ich auch noch, ich bin noch bei Gavi, bin ich auch noch dabei, das ist dieses Jahr, diese Impfinitiative und die finanziert er zu 75%. Und dann sind die USA jetzt gerade dabei, ja bei der WHO auszusteigen, weil Herr Trump sagt, er hat keinen Bock auf das, egal was er dazu sagt. Und dann springt sofort Bill Gates ein. Und Bill Gates finanziert auch mit 20 Millionen Dollar die private Universität, Hopkins-Universität. Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den. Und das Robert-Koch-Institut und Bill Gates und seine Foundation hat auch dem Spiegel 2,3 Millionen gegeben. Aber sie haben natürlich keinen Einfluss auf die Berichterstattung. Das hat der Spiegel uns bestätigt, ja, und zwar in Hamburg. Weil Hamburg ist ja, das wissen wir spätestens seit den Hitler-Tagebüchern, Hamburg ist ja die deutsche Pressestadt. Nicht so armselig wäre, so schlecht und vor allem, wenn ich mir die politischen Aktivisten in diesem Land angucke, die immer auf diesen Demos waren, ja, und sagen hier Friday for Future und Extinction, wenn Rebellion, jetzt hätte man mal die Möglichkeit zu sagen, einen Blick mal Shutdown, dann sollen doch die Politiker bitte in dem Homeoffice bleiben, braucht doch kein Mensch. Vermisst einer die Politiker? Nee, da halten die sich an die Regierungserklärung. Das sind totale Versager. Die haben keinen Mumm. Nee, Rebellion, Farbenrevolution, so, nur immer vor allem Ausland, nicht im Inland. Im Inland nicht, das könnte gefährlich werden. Und weil wir nicht wissen, wie das Ganze ausgeht, halten wir uns zurück, damit wir dann bei den Gewinnern uns später anschließen können. Schließt euch an. Und dann sagen, ihr habt ja immer schon geschrieben, alles nur Schreibtischtäter, die irgendwelche Sachen schreiben. Also überall alles gelesen und nirgends dabei gewesen. Da gibt es übrigens ein schönen Track von der EAV, der ersten allgemeinen Verunsicherung. Die hatten damals ein Lied, das hieß Die Intellektuellen, kann ich nur empfehlen. Da hieß es dann, alle Bücher sind gelesen, alles Mögliche gedacht, aber nichts gemacht. Ist nichts gemacht. Und wenn sich dann ein paar verstrahlte Verrückte am Rosa-Luxemburg-Platz treffen vor dem Büro der Linken, die nicht da sind, die sind im Homeoffice und die werden auch im Homeoffice in Panzer rollen, um dort für die radikale Kampfschrift, das Grundgesetz zu demonstrieren, indem sie es einfach nur hochhalten und nicht nur sagen, schließt euch an, wie sind das Volk, sondern diese radikale Forderung, Grundgesetz und sagen, Artikel 8 dauerhaft kassiert, Versammlungsrecht, das kann ja nicht sein und sogar im Corona-Abstand bleiben von 1,50 und dann von der Polizei abtransportiert werden, dann muss ich mir in den Foren, also kann ich mir durchlesen lassen, wir wären verantwortungslos. Wir sind verantwortungslos, hey, wir sind verantwortungslos, weil wir uns für das Grundgesetz einsetzen, was unsere Großeltern aus dem Boden gestampft haben, damit es nie wieder so wird, wo es jetzt hingeht. Und wo geht's hin? Übrigens, der Chef der WHO, der hat jetzt vor ein paar Tagen ins Fernsehen, hat reingesagt, Impfen ist Vertrauenssache. Hört an, ja? Impfen ist Vertrauenssache. Aber hör zu, WHO und Chef von WHO, also Pressesprecher, bist ja nicht der Chef, du bist ja nur der Pressesprecher. Ich vertraue dir nicht.
Nee, ich vertraue dir nicht, weil dieser Industrie, dieser Big Pharma-Industrie, die dort Leute postiert hat, die alle auf der Lohnliste von der Bill and Melinda Gates Foundation sind, die überall ihre Aktienpakete hat, von CureVac bis Pfizer bei Big Pharma, um ihre Scheiße zu verkaufen und das als Weltgesundheit verkauft, als wenn dieser Kollege irgendwie was mit der Welt am Hut hätte, wenn Gates und seine Freunde was mit der Welt am Hut hätten, dann hätten sie Steuern bezahlt. Genau, dann hätten sie ihre Steuern bezahlt. Und wenn sie ihre Steuern bezahlt hätten, dann wären sie auch nicht so reich. Also das, was sie als großmüßig, als großzügig verkaufen, das war es in Wirklichkeit Geiz und brutal gegen die eigenen Mitarbeiter, die man ausgebeutet hat. Daher kommt nämlich das Geld. Das nennen sie aber natürlich neudeutsch, das ist Steuervermeidung. Daher kommt die Macht, okay? Und Herr Gates hat irgendwelche Probleme mit seiner Mutter und deswegen will er stellvertretend die Welt retten. Aber ich will von dir gar nicht gerettet werden, Mr. Gates, okay? So geht's nämlich nicht weiter. Das geht mir richtig auf den Sack, was du da machst, ja? Du bist null, dein Volk ist eins. Das ist es. Das ist Programmierung, ne? Ja, ja. Denk mal drüber nach. Bekommt der Bill Gates in den Tagesthemen, die ich mitbezahle, mit GZ-Gebühren, bekommt der 9 Minuten und dann darf der solche Sachen sagen. Ich zitiere, wir, also er redet von sich immer in der Wir-Form oder die dahinter stehen, auch Rüstungskonzerne und wie gesagt seine Frau und dann auch der Warren Buffett und die andere Mischpoke. Wir werden erst, also wir alle, also er für uns, wir eine alle, er, wir werden erst zur Normalität zurückkehren, wenn alle 7 Milliarden Menschen geimpft wurden durch ihn. Überleg doch mal, das kannst du dir in keinem Film ausdenken. Das ist ja Marathonmann, das ist ja eine Flug übers Kuckucksnest, das ist ja Omega Man, das ist ja Logan's Run, alles auf einmal. Das ist ja Minority Report, die impfen uns jetzt. Und erst wenn wir geimpft wurden mit irgendwelchem Zeug, wo ja Vertrauen drinsteckt, das ist es ja, wenn wir Spritzen bekommen vom Staat, also wenn unsere körperliche Unversehrtheit, wenn die jetzt mal vorübergehend dauerhaft, wenn sie uns da irgendwas in die Venen knallen, da müssen wir Vertrauen haben, wie bei Contagan. Ja, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Nur was ist denn da drin? Ist da vielleicht etwas drin, wo man sagen kann, ja, damit kann man Menschen vielleicht sogar auch orten? Sind da irgendwelche Mikro-Dinge drin, wo man sagen kann, die sind GPS-getrackt? Wäre ja möglich. Ich meine, die Kollegen machen uns ja immer wieder Angebote. Nicht nur mit mit dem Corona-App, wo wir ja auch getrackt werden und Daten austauschen und die landen dann in der großen Cloud. Und warum heißt denn das Cloud? Na, weil die Daten geklaut sind, okay? Das sind deine Daten. Nee, das sind ihre Daten, okay? Also was passiert denn da? Was haben wir denn da in die Venen? Ich meine, ist das so wichtig? Ist es so wichtig? Ist es wichtig, was jemand, den ich nicht kenne, mir in meine Adern pumpt und was nicht mehr rauskommt und was möglicherweise Nebenwirkungen hat? Und vielleicht geht es um diese Nebenwirkungen, dass ich mich gut fühle. Wie in THX 1138, alle fühlen sich gut. Und vielleicht werde ich dann auch vorübergehend nicht mehr fruchtbar sein, weil da haben wir ein Problem gelöst. Wenn nämlich die Leute nur dann fruchtbar sein können, wenn das dieser Impfstoff erlaubt, weil ein zweiter Komponentenkit dann vielleicht, ist reine Verschwörungstheorie, dann in die Freiheit gesetzt wird, dann hätten wir das Problem in 20, 30, 40, 50 Jahren einfach los. Die Menschen pflanzen sich nur noch fort, wenn Bill Gates und seine Freunde mit einem anderen Impfstoff das genehmigt. Und ganz ehrlich, die meisten von euch brauchen wir sowieso nicht. Dann bestimmen andere, wer sich fortpflanzen kann und wer sich nicht fortpflanzen kann. Jetzt könnte man natürlich sagen, also dieser Typ mit einer komischen Frisur, was denkt der sich denn für eine Scheiße aus? Nee, das hat es aber gegeben. Ja, das hat es schon gegeben. Operation Coast, Südafrika. Da haben südafrikanische Ärzte, Busson zum Beispiel, haben versucht, im Labor einen biologischen, chemischen Kampf, eine Art Virus herzustellen. Das wollte man in den schwarzen Ghettos ausprobieren, um die schwarzen Männer unfruchtbar zu machen. Und wer hat damals die Südafrikaner massiv unterstützt? Israel. Die hatten ja auch ein Problem und haben es noch mit den Palästinensern. Und da hat man gedacht, vielleicht auf die Tour. Man muss sich das ja mal vorstellen, damit einige sich die Frage stellen, was geht denn eigentlich, was ist denn das? Gibt es da ein Konzept? Warum machen da alle mit? Wenn alle dasselbe System haben, kapitalistisch, aber der Planet zu klein wird, da muss ich mir die Frage stellen, wie kriege ich das alles gedeckelt? Na, wir alle, also wir, aus der Sicht des Bill Gates, wir müssen unseren Konsum runterfahren, damit dieser Planet nicht vor die Hunde geht, damit die oberen nicht 10.000, sondern 10 leben können, wie sie bisher gelebt haben. Und deswegen brauchen wir irgendetwas, dass man sagen kann, jetzt ist Schluss. Und ich persönlich hätte ja nicht gedacht, dass man mit so einer Behauptung ganz gefährlich, und es geht uns um die Menschen, nee, wenn es um uns die Menschen gehen würde, dann gäbe es kein Hartz IV, dann gäbe es keine dritte Welt, dann würden nicht alle 5 Sekunden Menschen verhungern, also ein Kind. Weil Lebensmittel haben wir schon, bringen wir aber eben nicht hin. Warum? Weil wir eh schon zu viel sind. Aber wenn diese Leute uns das erzählen, es geht uns um die Menschen, dann fressen wir das alles. Dann gehen wir auf die Straßen, dann holen wir uns bunte Masken. Da gibt es jetzt Maskenpflicht. Maskenpflicht in Sachsen, Maskenpflicht in Bayern. Da gibt es den einen oder anderen Präsidenten, der möchte noch, kann ich noch was anderes haben? Vielleicht noch Vermummung oder vielleicht noch einen Helm, Stahlhelm drauf, sicher ist sicher. Ein Freund von mir, der ist in Bayern, also konkret in Franken, in den Supermarkt gegangen und da hat die Security ihn rausgeschmissen, weil er hat keinen eigenen Wagen, da könnte jemand anders zu dicht kommen. Puh.
In Saarbrücken, da wurde ein älteres Ehepaar, was sich auf eine Parkbank gesetzt hat, weil die waren so zwischen 60 und 70 und vielleicht schon ein bisschen herzkrank wollte, da kam die Polizei, hat die aufgeschrieben, weil die sollen aufstehen und weitergehen. Das ist die Gesundheit, das ist die neue Gesundheitsbehörde, die Wahrheitsbehörde. Und das unterschreiben wir, weil das hat ja auch Harald Lesch gesagt, also der Mann, der normalerweise für die schwarzen Löcher zuständig ist, der erklärt jetzt im ZDF allen Zuschauern, was ein Virus ist, ja. Und natürlich Herr Drosten, ja. Und natürlich noch Herr Wieler, der Veterinärmediziner. Das sind die Leute, die zu uns reden. Und wenn jemand anderes mal zu Wort kommt, zum Beispiel ein Herr Bagdi oder ein Herr Schiffmann, ja, oder ein Wodak, dann sind das alles Spinner. Weil das sind ja nur Amtsärzte, das sind nur Epidemiologen, das sind Leute, die schon mehrfach nachgewiesen haben, dass die Gesundheitsbehörde, die Weltgesundheitsbehörde korrupt ist. Ein beschissener, korrupter Laden. Aber das kann ich machen. Im Grunde genommen ist das, was wir hier erleben, Big Pharma, unsere Regierung und der Rest der Truppe, ja, also der Geldadel, der digitale Geldadel, der ja unsere Daten hat, weil wir ja surfen und alle Klicks gemacht haben und die Cookies gesetzt haben. Das ist im Grunde genommen, ja, eine kriminelle Vereinigung. Und die wird von dem Staat geschützt. Und das ist das Lustige. Wenn die Polizisten auf die Straße gehen und das alles durchsetzen, dann wachen nicht nur sie, sondern auch ihre eigenen Kinder in einem digitalen Faschismus auf, okay? Wo du getrackt wirst, wo es dann ein Grundeinkommen geht und dieses Grundeinkommen, das begrenzt auch deinen Radius und wo du einen Impfpass haben musst, damit man sagt, ob du überhaupt in dieses oder jenes Land darfst. Das heißt, du musst jedes Jahr geimpft werden, also neu geimpft werden, zwar auch geistig geimpft werden, weil ja ein Virus immer mutiert. Das ist ja die Geschäftsmethode. Da packe ich jede Menge Scheiße rein. Downer, und da sind alle total happy. So ein bisschen wie eben einer flog übers Kuckucksnest. Und die, die da rumstanden, die waren ja freiwillig da. Ja, bis auf den Hauptdarsteller, der war ja nicht freiwillig da. Nur das Problem bei euch ist, dass ihr euch freiwillig da hineinbegebt und von innen die Käfigtür zuhaltet, weil Angela Merkel und die Big Pharma-Industrie und Herr Drosten und das RKI, was schon ganz oft daneben lag, und die Weltgesundheitsorganisation, die ein mieser Laden ist, weil die das sagen. Und das sagen, das glauben, dass das bescheuerte Rechte glauben, das ist mir schon klar. Aber es glaubt sogar die Spitze der AfD und die Spitze der Linken und die Regierung und die FDP und die Grünen, die sagen, so muss das sein. Und wenn alle dasselbe sagen, dann ist das richtig. Ihr seid so bescheuert. Ihr seid so doof. Ihr gehört wirklich eigentlich da rein. Im Grunde, ich glaube, dass man sich ganz oben, ja, dass man sich oben im Silicon Valley, Digital-Elite, die lachen sich kaputt, wie einfach das ist. Und ihr fühlt euch wohl da drin. Und deswegen kam der Shutdown, ich habe schon die Zahl gelesen, also bis mindestens 2022, aber vielleicht auch bis 2024. Ja, dann ist, das heißt, um die Menschen zu retten, dürfen sie sich ja auch jetzt inzwischen nicht mehr auf der öffentlichen Straße näher begegnen wie 1,50 Meter und müssen eine Maske tragen. Das heißt, die totale Mimik ist weg. Da ist mein noch besser. Und damit möchte man das soziale Leben retten in Deutschland. Ist das nicht toll? Du darfst einen anderen Menschen, das ist praktisch selbst, das ist praktisch, ey, wir machen aus dir einen Julian Assange und zwar im Homeoffice. Da brauchst du dich auch nicht mehr beschweren über Julian Assange. Dir geht's doch genauso. Ja, ja. Das ist es überhaupt. Ja, vielleicht brauchen wir morgen alle auch mehrere Zimmerwohnungen, damit sich die Familienmitglieder nicht begegnen. Und getrennte Eingänge zu den Toiletten, das ist wegen dem Virus, das ist ganz schlimm. Und Angela Merkel, für mich eine Frau, die wirklich hinter Gitter gehört. Angela Merkel, die Frau aus der DDR, die SED gestählt ist und die auch genauso tickt. Und die sagt, ich möchte mich wieder anschließen, ich brauche unbedingt. Ich meine, das ist eine Frau, die den ganzen Tag eigentlich im Kopf nichts anderes hat wie Staatsräson, ja, oder Geldräson oder Big Money Räson oder Big Pharma Räson. Gib mir irgendwas, wo ich Räson machen kann, Räson. Ja, diese Frau, die hat ja auch gesagt, Normalität kann es erst geben, wenn ein Impfstoff gefunden wird. Und merkt es auf den Straßen, merkt es in den Krankenhäusern. Geht mal in ein Berliner Krankenhaus. Geht mal in die Charité. Geht mal ins Virchow. Geht mal ins Westend. Geht mal ins Urban. Und was seht ihr dort? Ihr seht Leerstand. Die Corona-Betten, für die kriegst du Geld, wenn du die anlegst. Das heißt, du verdienst als Medizinkonzern daran, nur es sind keine Patienten da und es werden auch keine kommen. Brauchen sie auch nicht, weil der eigentliche Zweck ist erfüllt. Du bist zu Hause, du bist im Homeoffice. Und wenn das jemand äußert, wenn das jemand sagt, wenn jemand sagt, da kann was nicht sein, die Verhältnismäßigkeit stimmt nicht, die Zahlen sind total manipuliert, weil jeder mit Corona ist gleich ein jemand, der an Corona gestorben ist. Das ist keine Statistik, das ist Fälschen. Wenn du das sagst, dann widersprechen dir sogar Mathematiker, kluge Menschen sagen, das kann ja gar nicht sein, weil das sagen ja alle. Und wenn alle das sagen und alle lügen, dann ist es die Wahrheit und dann würde ich lügen, wenn ich der Lüge widerspreche. Komische Logik, ne? Ja, ja. Was soll eigentlich diese beschissene Verkleidung? Ich habe eine Weile gebraucht, um mir das in der Masse anzutun, ja? Aber ihr da draußen, ihr habt ja, wenn ihr nicht auf die Straße geht und euch weiter in eurem Homeoffice die Scheiße reinzieht und mitspielt, das ist die eigentliche Maske. Das ist die eigentliche Maske, weil das ist eine Maske, die sieht so aus, ihr seid brave Bürger. Und dann seid ihr, deswegen, ich bin über euch entsetzt. Ich muss wirklich sagen, ich bin entsetzt, was sich in diesem Land abspielt. Was ihr mit euch machen lasst. Und auch noch so wehrlos, das ist so ein bisschen wie bei der Zeitmaschine, Morlocks und die Lois. Ihr geht in die Bunker, ihr werdet dort verfuttert, weil die Sirenen angehen. Das ist so wie früher,
macht ihr. Ihr macht das. Und wenn morgen, ja, das ist ja das Schlimmste, wir sind ja zu einem Denunziantenstaat geworden, da sitzt jemand auf der Parkbank, da ist jemand aus Potsdam, der hat ein Potsdamer Nummernschild, der steht hier in Berlin, der darf doch da gar nicht sein. Also wenn es morgen Lager gäbe, Corona-Krankenhäuser oder Corona-Psychiatrien, weil die ja wirr sind, hat ja auch eine SPD-Tante gesagt, die früher bei der SED war, dann würdet ihr euch gegenseitig melden. Da würden inzwischen Eltern ihre Kinder melden und Kinder ihre Eltern melden, wegen der Gesundheit, was ganz gefährlich ist. Und das, weißt du, wie man das dann nennt? Das nennt man normal. Normalität, ja, ja, das ist die Normalität. Das ist die neue Normalität. Normalität in Deutschland ist, wir tragen alle Masken. Normalität ist, wir machen das, was die Regierung sagt. Und zwar solange es die Regierung sagt. Und egal was sie sagt, das. Und wir denunzieren jeden, der nicht mitmacht. Wir denunzieren jeden, der dem widerspricht. Und wir sagen, gib mir neue Regeln. Ich habe Leute gesehen, die sitzen alleine im Auto mit einer Maske, damit sie sich selbst nicht anstecken. Das heißt, dieses Gesetz dazu gibt es doch gar nicht. Und was sagt mir das als Regierung? Was sagt mir das als angepasster Medienmann? Lass uns das doch bringen. Lass uns das doch bringen. Man könnte das Ganze auch ganz anders denken. So würde ich es denken, als ein bisschen revolutionär, ein bisschen spooky, nach der Frage, gibt es Auswege? Man könnte sagen, ich habe das ja oft gefordert. Ich habe ja oft gesagt, wenn alle Deutschen mal für eine Woche zu Hause blieben, würde der ganze Laden zusammenbrechen. Das ist im Grunde jetzt. Und zwar dann ist es, wenn Frau Merkel irgendwann sagt, der Shutdown ist aufgehoben, es gelten zwar noch Artikel 8 ist verboten, aber ist erstmal aufgehoben, damit ihr weiter kaufen könnt und ihr bleibt dann zu Hause. Das ist nämlich eigentlich der Witz. Bleibt doch zu Hause. Sagt doch, wisst ihr was? Shutdown, shut up, Frau Merkel. Ich bleibe so lange zu Hause, wie es mir passt, okay? Du kannst mich nicht zwingen, dieses Haus zu verlassen, weil ich habe gar keinen Bock, mir von dir noch sagen zu lassen, ab wann ich wieder auf die Straße kann, die ich ja mit meinen Steuern bezahlt habe, weil du, ich weiß nicht, wer du bist. Im Moment regiert ja sowieso Spahn, ja, der übrigens kein Mediziner ist, muss man sagen. Ja. Wir haben einen Mann im Gesundheitsministerium, der ist kein Mediziner. Wir haben einen Außenminister, der spricht eigentlich kein Englisch. Wir haben Frau Merkel, die das mit der Pandemie lange schon vorher wusste. Und das ist ihr Krisenmanagement. Also Betten, die man gar nicht braucht und ein Shutdown, der gar nicht nötig ist. Und dann eben, wie gesagt, das ist typisch für diese Frau, vorübergehend dauerhaft Begriffe in der Demokratie. Und das ist eben alles, there is no alternative. Ja, also das ist ja alles. Wir haben es heute mit einem System zu tun, da gibt es keine Alternative. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn ich euch vor, sag ich mal, 3 Monaten oder 4 Monaten erzählt hätte, ganz Deutschland liegt flach, niemand geht zur Arbeit, die Autoindustrie macht Feierabend, man darf nur, wenn man einen triftigen Grund hat zur Arbeit, darf man machen, also Rüstungsbetriebe. Rüstungsbetriebe arbeiten noch, Friseure arbeiten nicht, Läden arbeiten nicht, Restaurants arbeiten nicht, Clubs arbeiten nicht. In Italien haben sie jetzt einen Mann auf der Straße verhaftet, weil der hatte kurze Haare, da kann die Polizei Zeit. Entschuldigung, Sie haben kurze Haare, wie kann das sein? Da sagt er, ja, ich war nicht beim Friseur, der Friseur war bei mir, ist ein Kumpel von mir. Dann sind die beide zu dem Kumpel, das müssen beide bezahlen. Du wirst also jetzt schon in Europa, dass du dafür bezahlt, dass du korrekt frisiert bist. Und ich möchte daran erinnern, wir haben ja mit dem Lissabon-Vertrag, ja, das ist reiner Zufall, wir haben mit dem Lissabon-Vertrag ja sogar die Möglichkeit, dass wenn jemand einen Aufstand plant, Aufstand ist heute selbstständig denken oder am Rosa-Luxemburg-Platz das Grundgesetz, dass wir dann das Recht haben, den zu erschießen. Doch, das gilt in Deutschland und in Europa über den Lissabon-Vertrag gibt es quasi die Todesstrafe. Doch, doch, das hat Herr Schachtsteiner damals schon gesagt. Und dann haben alle gesagt, so ein Quatsch, davon sind wir doch meilenweit entfernt. Das wird doch nie passieren. Wir haben auch nicht gedacht, dass alte Menschen von Parkbänken vertrieben werden durch die Polizei, weil sie sich mal hinsetzen würden. Wir haben auch nicht gedacht, dass wir alle zu Hause bleiben und dass die Sommerferien wahrscheinlich doch zu Hause stattfinden. Haben wir auch nicht gedacht. Wir haben nicht gedacht, dass 83 Millionen Bürger sich von der Regierung die Fresse polieren lassen und einfach Masken tragen und sich wohl darunter fühlen, damit sie möglichst nicht mehr kommunizieren können mit der Gegenseite. Das ist ja ein tolles soziales Leben. Hey, haben wir nicht gedacht, aber das machen wir. Wir sind so angepasste Mitläufer, dass ich mir manchmal die Frage stelle, sag mal die Freiheit vorher, also nach 45 bis jetzt, könnt ihr mit der nicht umgehen? Ist das zu viele? Muss man sich immer was Neues überlegen? Oder was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr gut regiert werden? Wollt ihr, dass morgen eine digitale Elite gesteuert aus Silicon Valley euch allen einen Chip verpasst hat, wo eure Bewegungsdaten aufgespielt werden, wo man das immer lesen kann? Eure Health-Werte, die werden direkt an Apple Health, wie beim RKI jetzt mit dem Leck im App weitergeleitet, damit man immer sagt, ich glaube, der braucht noch ein bisschen Psychopharmaka, da haben wir so ein bisschen Diplom, und dann, das ist alles möglich, alles denkbar. Wenn ich es denken kann, können andere es auch denken. Und wenn es dazu führt, die Situation zu stabilisieren, also uns praktisch so, dann mache ich das.
Warum? Weil die, die das machen, sind pervers. Das sind dieselben Leute mit demselben Skrupel, die 500.000 Kinder im Irak verhungern lassen und sagen, das war die Sache wert. Das sind dieselben Leute, die irgendein Epstein verschwinden lassen, weil der zu viel weiß. Der hat übrigens auch Geld von Gates bekommen. Das ist nur eine kleine Nebenkriegsschauplatz. Das sind dieselben Leute, die Kontergan abverkaufen, obwohl da Leute ohne Arme und Hände bei rauskommen. Und es sind dieselben Leute, die in den 80er Jahren Blutkonserven verkauft haben, obwohl die HIV verseucht waren und sie das wussten, weil ihnen war die Untersuchung pro Konserve zu teuer. Da haben sie lieber den Leuten, die das bekommen haben, weil sie das mussten, weil sie Blut da waren, lieber AIDS verkauft. Das sind die Leute, die plötzlich sich um unsere Gesundheit kümmern. Und wenn die das sagen, dann glaube ich das, weil ich bin ein guter Deutscher, guter Bürger, guter Rechter, guter Linker, gute Mitte. Und da sind wir uns diesmal alle einig. Da sind sich die Linken einig und die Marxisten sind sich einig und die Kapitalisten und die Spitze der AfD. Und das kommt mir nicht verdächtig vor. Wie gesagt, ich bin eure Angst. Was sagt er da? Ist da was dran? Könnte das sein? Dann müsste ich ja was machen, aber wenn ich da falsch liege, wenn ich da zu früh bin. An dieser Stelle, ich habe mal ein Buch gelesen, und zwar, warum so viele Menschen damals bei der Titanic mit untergegangen sind. Es lag nicht nur daran, dass man zu spät auf die Rettungsboote gegangen ist, es lag auch daran, dass obwohl viele Rettungsboote bereits zu Wasser gelassen wurden, viele gesagt haben, ich gehe da nicht auf so ein Rettungsboot, weil wenn das dann gar nicht untergeht mit diesem Kahn, obwohl der schon so stand, dann mache ich mich ja lächerlich, wenn ich nachher zurückruder. Wie stehe ich denn später an Deck da, wenn ich sage, sie waren draußen, ist aber untergegangen. Und was hier im Moment untergeht, ja, das ist die Demokratie. Die hat gerade diese Schräglage. Und das, was du spürst, ne, der Klavierhintergrund-Sound, ne, ja, das sind die täglichen Pressekonferenzen vom Robert-Koch-Institut und von der Charité, die dich immer auf dem Laufenden halten, also in diesem Laufrad. Immer neue Informationen. Dabei gibt's gar keine neue Information, weil die Pandemie ist vorbei. Freunde, wenn du dir die Daten anguckst, ja, in Südkorea und in China, da haben die auch angefangen, Shutdowns zu machen, wo bereits der Peak der Pandemie überschritten war. Das heißt, du kommst zu spät. Was wir im Moment machen, indem wir die Schulen schließen, wir sorgen dafür, dass die Pandemie verlängert wird, weil die Kinder hätten längst Immunität entwickelt und könnten überhaupt gar keinen mehr anstecken. Aber ich muss ja die Pandemie in die Länge halten. Warum? Bis der Impfstoff entwickelt wird, den wir unbedingt brauchen, weil da irgendwas drin ist, von dem du nicht wissen musst, weil das ja Vertrauen ist. Deswegen verlängern wir diesen ganzen Shutdown, diesen ganzen Scheiß, bis das Mittel am Markt ist. Und ich habe doch neulich erst gesagt in einer Sendung, die Me, Myself and Media, hallo, da gibt es Remdesivir. Und Remdesivir ist kurz vor der Fertigstellung. Und du darfst mal raten, wer an der Firma, die Remdesivir herstellt, aktienpaketstechnisch mitbeteiligt. Das muss ich dir nicht sagen, das weißt du selber. Aber auch andere Firmen, die das dann auch haben, damit es weltweit verfügbar ist, weil wir müssen Fabriken aufbauen, damit wir alle versorgt werden, weil wir, also ich, Bill Gates, wir können erst zur Normalität übergehen, wenn wir alle 7 Milliarden Menschen geimpft haben. Und da sagen 7 Milliarden Opfer, die sagen dann, bitte impf mich, mach mit mir ein bisschen Menschenversuch. Das gab es in Deutschland schon mal. Und wenn du das jetzt sagst als Bill Gates, der gute Amerikaner, dann halte ich meine Vene hin und gib mir den Scheiß. Und das ist für mich die neue Freiheit. Die neue Freiheit ist, dass ich deine Meinung übernehmen muss. Denn wenn ich deine Meinung nicht übernehme, dann werde ich aus meinem eigenen Lager angegriffen. Und zwar von den aufgeklärten Intellektuellen und von den Künstlern, die alle sonst knallhart sind, aber sagen, stay at home, Verantwortung. Ist das ein Joke? Oder kommt da noch ein Joker? Oder was wird das, wenn es fertig wird? Und ich fürchte, dass jeder, der morgen nach Freiheit ruft und sagt, wann wird denn der Scheiß rückgängig gemacht? Weil es ist ja nicht nur Artikel 8. Du kannst ja nicht mal dein Geschäft ausüben. Viele werden, wenn man uns wieder ein wenig leben lässt, atmen lässt, zulässt, dass wir unser Gesicht auf der Straße zeigen, also ohne Maske auf die Straße, sind danach pleite. Die können sich einen Strick nehmen. Da wird es mehr Tote geben, wie durch die Corona. Da nehme ich jede Wette an. Was ist denn dann? Dann sind die angewiesen auf staatliche Almosen. Und da gab es ja auch jetzt schon so ein staatliches Almosenprogramm. Aber um das zu bekommen, musst du dich nackig machen. Genau, dann bist du gläsern. Und das ist praktisch das Grundeinkommen. Das ist aber nichts anderes. Das ist nicht das, was wir gedacht haben. Das ist ein Gängelband. Und überleg dir mal genau, wer an diesem ganzen Wahnsinn verdient. Nur die großen Firmen. Und die werden auch mit maximalen Summen unterstützt. Der kleine Mittelstand, der verreckt, der die Jobs macht. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, warum der Mittelstand sich das gefallen lässt. Hey, ihr habt dieses Land aufgebaut, ihr haltet euren Arsch hin, ihr seid innovativ, ihr zahlt hier eure Steuern, ihr stellt die meisten Leute ein, man nimmt euch alles weg und das macht ihr, weil ihr so dermaßen autoritätsgläubig ist, dass Frau Merkel kann uns ja nicht belügen. Frau Merkel kommt aus dem Land, wo es damals dieser eine Typ gesagt hat, der auch Präsident wird, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und bei uns ist es ein bisschen so, ab 5.45 Uhr wird zurückgeimpft. Ja, ja. Das ist eine so ominöse Lüge. Das ist ein solcher
Es ist ein, das ist auch so dick aufgetragen, so wie ich heute. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass ich nach der dritten Woche sage, also jetzt reicht's aber. Weil geh doch mal in die Krankenhäuser. Wir haben auf unserem Portal 120 Ärzte zu Wort kommen lassen, international renommierte gesagt haben, hey, das ist Quatsch, was ihr macht. Ist vorbei. Ist nur was Harmloseres. Ist nicht SARS-CoV, Schnick, Schnack, Schnuck, Ebola und Tollwut auf einmal. Das ist eine etwas leichtere Grippe. Okay, wenn du Risikogruppe bist. Aber das, was ihr da macht ihr was ganz anderes. Kann es sein, dass ihr auf einem Ticket reitet, weil ihr was anderes wollt? Eine neue Art Weltregierung mit neuen Weltregeln, die vollkommen undemokratisch sind, die dann irgendwie von denen organisiert werden, die du gar nicht kennst. Wollt ihr das vielleicht implementieren? Vorübergehend, dauerhaft? Und danach sieht's aus. Danach sieht's aus. Weil wenn du nämlich glaubst, wenn du glaubst, dass du nach diesem ganzen Schwachsinn zur Normalität zurückkehren kannst, das kannst du nicht. Denn man hat jetzt ganz oben erkannt, wir werden nie wieder diese Rechte haben, es sei denn, du gehst dafür auf die Straße. Glaube ich aber nicht, weil es ja verboten. Richtig, der Deutsche geht erst auf zur Revolution, wenn es erlaubt wird, und zwar von denen, die abgeräumt werden sollen. Man muss sich das mal vorstellen. Also es wird eh nicht mehr so sein, denn die haben erkannt, sie machen nur so, weil jedes Jahr ein neuer Virus und da sind die Menschen total geängstigt. Und das Lustige ist ja, 95% der Deutschen sind mit dieser Politik zufrieden. Und deswegen habe ich schon gesagt, wahrscheinlich erlebt Spahn, Söder und Merkel erleben ein Comeback. Für diese Politik. Also für das Einsperren, das Verarschen, das Ausbeuten, das Gekauftsein von der Melinda Bill and Gates Foundation und ihrer komischen Truppe. Weil diese Verbrecherorganisation, dafür kriegen die auch noch Respekt. Das ist ein Stockholm-Syndrom. Ich meine, Stockholm ist keine Stadt in Deutschland, aber eigentlich könnte sie eine inzwischen von Deutschland sein. Das ist ein Stockholm-Syndrom. Wir leiden unter einem Stockholm-Syndrom. Der Vergewaltiger, der das Grundgesetz vergewaltigt, der uns beraubt, der uns auf der Straße inzwischen zusammenschlagen lässt, weil wir es hochhalten, den lieben wir. Weißt du, wie das ist? Das ist krank. Das ist krank. Womit hat man uns eigentlich vorher in den Schulen geimpft? Was ist das eigentlich für eine Autoritätsimpfung, die wir bekommen haben? Dass wir alles glauben, was der Staat sagt? Und wozu haben eigentlich unsere Gründerväter und unsere Gründermütter vom Grundgesetz, man kann nur sagen Grundgesetz, weil ihr benehmt euch wie Schweine, muss man dazu sagen, wozu haben die eigentlich Artikel 20 eingepflegt? Das Recht auf Widerstand. Hä? Warum? Du musst nicht im Knast sein, du hast das Recht aufzustehen. Und jetzt rechne mal durch, die paar Politiker, die paar Polizisten und dann gibt's noch 82 Millionen Bürger. Wir sind nicht in der Unterzahl. Man könnte sich zur Wehr setzen, indem man sein Gesicht zeigt, seine beschissene Maske ablegt, indem man einen Hygienespaziergang macht mit dem entsprechenden Abstand 1,50 und zwar in allen Städten. Als ich Bhakti interviewt habe, das ist ein Mann, der ist Thailänder, er ist seit 3 Jahren Deutscher, da hat er uns daran erinnert, dass wir doch diejenigen waren, die erstens dieses Grundgesetz haben mit Demokratie, was es in Thailand nicht gibt, und dass wir doch diejenigen waren, die in Leipzig auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, schließt euch an. Und ich habe es heute schon gesagt, unten im Büro habe ich schon einige Leute zusammengefaltet, die sich immer erhoben haben darüber, wie bescheuert die DDR-Bürger waren. Hey, wir Wessis, sind wir etwa besser? Sind wir besser? Wenn wir über die irgendwelche Sprüche jetzt sehen, ihr habt euch ja 40 Jahre verarschen lassen, habt nur den schwarzen Kanal geguckt und immer nur Erich geguckt, sind wir etwa besser? Sind wir besser? Wir wissen das aus der NS-Zeit und wir wissen das aus der DDR-Zeit und wir sind genauso beschissen. Jetzt könnte man sagen, das kann man nicht vergleichen. Habe ich aber gerade gemacht. Ich vergleiche, was ich will. Okay? Weil das, was hier sich abspielt, dafür gibt es keinen Vergleich. Wenn ich das vor 5 Wochen gesagt hätte, da hätten alle auf mich gesagt, das ist ja wohl eine Verschwörungstheorie. Du wirst es niemals schaffen, dass alle Deutschen wegen einem Virus, den du gar nicht siehst und der niemanden wirklich dahin rafft, also im Verhältnis zur Grippe, dass du alle wegsperrst, sie Masken tragen, sie sich gegenseitig denunzieren, nicht mehr in Parks gehen, das Oktoberfest abgesetzt wurde. Das gibt's niemals. Sie nicht auf die öffentlichen Plätze gehen dürfen, weil das Grundgesetz in großen Teilen flachgelegt wird. Wirte da mitmachen, die Autoindustrie da mitmacht. Das kann nicht, da gehen die Leute auf die Straße. Nein, das tun sie nicht. Sie gehen nicht auf die Straße. Okay? Und das, deswegen, ich habe keine Angst vor dem Virus. Ich habe auch keine Angst vor der Regierung. Ich habe Angst vor der Bevölkerung. Vor euch habe ich Angst, dass ihr das macht. Weil morgen heißt es, kennst du einen Andersdenken? Ja, da kenne ich einen. Das gucke ich, habe ich bis gestern ganz gern, ganz gut geguckt. Warum, was kriege ich dafür? Da kriegst du eine Gratismaske. Ja, dann verrate ich den Mund da drüben. Ja, und dann kannst du dich mit ihm zurückziehen in deinen Knast. Da triffst du doch die anderen Andersdenkenden. Hatten wir das schon mal? Hatten wir das schon mal? Ich würde mir jetzt ganz genau überlegen, weil es ist das letzte Video, was ich dazu mache, okay? Ich würde mir ganz genau überlegen, wie lange ich noch so naiv bin, dass ich denke, das, was ich gerade sehe, ist nicht das, was ich gerade sehe. Sie
prügeln zwar Leute auf Demos weg und verhaften alte Frauen, vor allem Deutschlehrerinnen, weil die das Grundgesetz hochhalten und sagen, Entschuldigung, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wir dürfen demonstrieren. Und dann macht man ihnen die Kameras weg und haut ihnen eine rein. Also das ist genau das, was ich sehe. Und ich sehe auch, dass ich eine Maske habe und dass in Sachsen und Bayern eine Maskenpflicht gilt. Und zwar so lange, bis die Regierung sagt, keine Maskenpflicht mehr. Und ich bleibe auch zu Hause, weil die Sommerferien flach fallen. Und ich mache das möglicherweise bis 2022 oder auch 2024. Und ich gehe auch pleite. Und mein Vater nimmt sich vielleicht sogar den Strick, weil er nicht weiter weiß. Und die Kinder sind zu Hause und es gibt auch häusliche Gewalt. Und ich warte, bis die nächste Spritze kommt, der WHO, die ich nicht gewählt habe und die auch nicht kontrolliert werden, weil da gibt es nämlich keine Kontrollkommission. Und ich mache das alles, weil eine kleine Gruppe von Leuten, die ich nicht kenne, Bill und Melinda Gates Foundation oder wie diese komischen Vögel heißen, ja, weil die das sagen und das sagt er in den Tagesthemen. Und mein Zamparoni, dieser Mann mit Feinschliff in den USA, wenn der sagt Go, dann sage ich, wo kann ich mich spritzen lassen? Das ist eine Art digitale Rampe. Ich bin so bescheuert, gib mir den Rest. Hau mir den Scheiß in die Vene. Okay, wenn ich das mal eben hier erwähnen darf. Das möchte ich. Ich möchte es. Okay? Sterilisiere mich geistig. Ich bin so doof, ich brauche das. Und das Leben, was ich jetzt in meinem Homeoffice gerade erlebe, das gefällt mir. Also diese Käfighaltung, die finde ich super. Es könnte natürlich auch sein, dass der ein oder andere, ich weiß das, ich habe neulich mit Julian Eicher telefoniert, ich meine, seine Mutter ist Ilse Scholl von Geschwister Scholl, wenn ihr euch erinnern wollt. Und der hat mir bestätigt, also die Scholls damals, die wären bestimmt nicht im Homeoffice geblieben, wenn der Führer gesagt hat, im Moment nicht auf die Straße gehen, verboten, nicht auf die Straße gehen. Hat übrigens der Führer nie gesagt, ne? Man konnte bis 1944 in Deutschland auf die Straße gehen. Obwohl es die Tommys gab, obwohl es jede Menge Fliegerbomben gab, obwohl es jede Menge Blindgänger gab, war es nicht so gefährlich wie jetzt. Weil es eine Situation, die ist vergleichbar mit dem Zweiten Weltkrieg. Das sagt unsere Kanzlerin. Ich wiederhole das bloß. Also wer ist hier eigentlich irre? Wer ist irre? Und wer ist noch irre? Wer sich das anhört und auch noch sagt, und der auch noch gute Werte gibt, sagt, ja, das stimmt, das vergleicht mich. Ich bin nochmal zum Brandenburger Tor. Also wenn ich was vergleiche, heute und 45, also identisch. Identisch. Die Versorgungslage, identisch. Es gibt nichts. Überall in den Häuserwänden steht Peter, bin in Leipzig, wo bist du? Vermisstenmeldung. Das Rote Kreuz sucht die Leute. Es ist wie damals. Ja, viele, viele Deutsche sind im Ausland irgendwo im Gefangenenlager und kommen erst 20 Jahre später zurück. Es ist Seuchengefahr. Es ist schrecklich. Überall Partisanen, versprengte Terrornester überall. Es wird ein Hungerwinter 2021. Spürt ihr das? Es ist eine ähnliche Lage. Es ist Corona, ja? Oder ist es ein bisschen Koller? Ist es Lagerkoller, ja? Ich habe den übrigens nicht. Ich habe den nicht, weil es so, ich bin ja auch Schauspieler. Das wissen ja viele nicht. Doch, doch, ich bin auch Schauspieler. Und ich kann das, ich kann mich da reinfräsen, damit man euch noch erreicht. Weil mit reinen Fakten erreicht man euch nicht mehr. Aber es ist doch euer Land. Weil ich habe einen Presseausweis, noch verschiedene andere Ausweise und wenn es mir zu blöd wird, und ich habe heute gesagt zu meiner Freundin, das ist so ein bisschen wie kurz vor Machtergreifung, da sind die klugen Menschen ausgereist. Die haben nicht gewartet bis 33, die haben vorher schon gesagt, da bahnt sich was zusammen und sind ausgereist. Und das würde ich auch tun. Natürlich tracken sie mich, natürlich machen sie das, aber viel Freude dabei. Aber ihr müsst ja hier bleiben. Und das wird genauso ausgehen, ja, nur anders scheiße, wie das in Stunde Null ausgegangen ist, wo alle plötzlich total überrascht waren. Weil dieses Anziehen von Maßnahmen, das wird so lange schlimmer, solange sich die Bevölkerung das bieten lässt. Und wann wurde es denn eigentlich besser? Wie wurde denn die Führung eigentlich zur Raison? Da gab es diesen 20. Juli, wenn ihr euch erinnern wollt. Das waren ja gute Soldaten oder auch Polizisten, die gesagt haben, da stimmt was mit der Führung nicht. Und dann ganz zum Schluss kamen die Alliierten und haben gesagt, ich glaube, wir müssen das mal anders lösen. Ja, und dann war Feierabend. Das war also nicht von innen. Obwohl alle Wissenschaftler und die Gesamtbevölkerung als Schwarm derselben Meinung war. Auch die Presse war derselben Meinung. Alle waren derselben Meinung. Das ist der richtige Kurs. Und Danny Riefenstahl hat dazu den Videoclip gemacht. Wir gewinnen. Aber wir haben nicht gewonnen, ne? Und dann standen nachher alle vor diesen Lagern und konnten sich das überhaupt nicht vorstellen. Wie konnte uns denn das passieren, wie die Dichter und Denker? Weil wir eben nur nicht zu Ende denken nicht und uns auch kein Vers drauf machen können, weil wir nicht ganz dicht sind. Und deswegen, weil uns das nicht nur damals passiert ist und weil etwas Ähnliches dann in der DDR passiert ist mit Stacheldraht, wo sich Deutsche gegen Deutsche abgeschottet haben oder aufeinander geschossen haben, könnte uns das ein drittes Mal passieren. Und es passiert uns auch ein drittes Mal. Das behaupte ich. Das behaupte ich. Und das Einzige, was ich eingehe als Risiko, ist, dass ich mich irre. Und ich irre mich in diesem Fall gern. Ich mache mich in diesem Fall gern lächerlich, wenn meine Kinder nicht in einer Diktatur aufwachen, die dann aber so aussieht, das ist doch gar keine Diktatur. Wenn du eine App hast, wo wir dich die ganze Zeit tracken können und wenn du einen Chip hast, wo wir immer wissen, wo du bist und wo wir deine Gesundheitswerte checken können und möglicherweise mit einem kleinen Depot auch dafür sorgen können, wenn du depressiv bist, dass du wieder happy bist.
Wenn wir das alles hier verpassen und wenn wir dann sagen, Entschuldigung, der Herr Gates hat festgelegt, man muss die und die und die Impfung haben, sonst darf man Europa gar nicht verlassen oder Deutschland nicht verlassen. Wenn ich das alles schlucke, ja, und dann das Wahrheitsministerium, ja, über Wikipedia und diese ganzen angeschlossenen NGOs von Korrektiv bis Peng und wie sie alle heißen, wenn ich das alles fresse und damit mein Segen mache, wenn das euer Glück ist, dann gibt's kein Problem. Dann gibt's kein Problem. Das ist dann keine Hitlerjugend, das ist dann eine Internetjugend. Das ist dann, bei YouTube gibt es dann lustige Filme. Übrigens muss ich sagen, bei KenFM haben sie ja schon 3 Videos geklickt. Also haben sie einfach rausgehauen. Und zwar waren das Kommentare. Und auch Dokumentationen zum Beispiel, ja, über die WHO von Kollegen hier aus Berlin, Oval, Film heißen die, die in den Kinos liefen, also Trust WHO, ganz, kann man bei Amazon noch sehen, also diesen ganz tollen Server, der auch für die CIA, aber da kann man den noch sehen, aber bei Vimeo haben sie es bereits rausgelöscht, das heißt, man sieht eben auch schon, dass man Videos bei YouTube sind plötzlich weg und bei Vimeo, ich bin auf dem Ersatzbot auch weg, weil bei Vimeo ist, glaube ich, auch BlackRock beteiligt, diese interessante Firma für Menschenrechte und dann kann man ja zu Amazon und da ist es dann auch noch weg und sowas kann passieren und deswegen mein Rat, es gibt ja immer noch Leute, die suchen KenFM nur bei YouTube, weil sie in all den Jahren nicht verstanden haben, dass sie sich merken müssen, kenfm.de, falls der mal einen eigenen Server haben sollte, so wie WikiLeaks. Ja, ja, haben wir einen, sonst wäre der ja längst weg. Wenn die das nicht zu Ende gedacht hätten, dann gäbe es gar keinen WikiLeaks mehr. Dann WikiLeaks wäre dann nur Wikipedia, ist ja was anderes, ne? Und deswegen kenfm.de, nicht nur, ich finde es auf YouTube nicht mehr, da gibt es nicht mehr, aber selbst diesen Schritt haben die meisten nicht verstanden. Weil es ist ja so bequem. Und deswegen haben auch die, die jetzt die Macht haben, so viel Macht, weil ihr denen die Macht gegeben habt. Ihr seid ja bei WhatsApp, ihr seid ja bei Facebook, ihr postet euer ganzes Leben bei Instagram und das macht euer Privatleben. Wir machen das ja nur professionell, wir machen dort Presse, aber die meisten von euch ja nehmen ihr Telefon mit und haben alles durchgekreuzt. Du darfst den ganzen Tag tracken. Jeder Konzern hat Zugriff auf das, was ich telefoniere, auf meine WhatsApp-Nachrichten, auf meine Fotos. Die wissen eh alles für euch, weil ihr habt ja nichts zu verbergen. Genau. Und irgendwann, wenn du aufmüpfst, dann verbergen sie dich in irgendeinem Bergen-Belsen vielleicht ein neu. Das war ein harter Vergleich. Ist alles möglich, ist alles wiederholbar. Kann man machen. Aber selbst dann würdet ihr es abstreiten. Wie es damals abgestritten wurde und heute Leute sagen, das hat es gar nicht gegeben, das ist alles nur Pappmaché, weil es nicht klar bekommt. Und das ist wieder die Angst. Das ist die Angst, falsch zu liegen. Nicht zu früh von der Titanic runter, sonst mache ich mich lächerlich. Ich gebe euch einen letzten weisen Rat, weil danach sind für mich die Corona-Flüster-Videos vorbei. Wenn das, was ich sage, auch nur ein Hauch von Wahrheit drin ist und wenn euch das zu weit geht, was dort geht, und das wird noch gesteigert, dann denkt nicht an euch, ja? Seid nicht für euch mutig, ja? Sondern gebt eure Feigheit vielleicht mal für eure Kinder auf. Wäre das ein Angebot, solltet ihr unbedingt tun. Und deswegen tut euch selbst einen Gefallen. Fallt auf diesen Scheiß nicht mehr rein. Propaganda, ja? Überwindet eure eigene Angst. Lasst euch nicht schocken. Und wenn dieser Lockdown zu Ende ist oder nicht zu Ende ist, dann entscheidet ihr, ob ihr das Haus verlasst, so wie ihr auch jetzt entscheiden solltet, ob ihr allen Maßnahmen folgt oder ob ihr nicht vielleicht Hygienespaziergänge machen solltet und euch auf irgendwelche Decken setzen solltet, mit einem Abstand von 1,50, ein bisschen meditieren und einfach mal gar nichts sagt, nachdenklich wird, um ein Zeichen zu setzen. Das könnte man machen, weil ich glaube, an dieser Stelle muss ich es sagen, ich glaube, wir können unsere freiheitliche Gesellschaft, das System ist kaputt. Da sind wir uns einig. Das ist die große Chance, ja. Draußen, da gab's noch nie so frische Luft. Ich habe damit kein Problem, ja. Ich war neulich in Kiel bei Bhakti und als ich zurückgefahren bin, musste ich 3-mal die Windschutzscheibe reinigen. Die Insekten sind zurück, ja. Und zwar, wo Lockdown ist, sind die draußen. Aber die Chance, die wir haben, ist, dass wir durch einen zivilen Ungehorsam sagen, weißt du was? Wir kreieren jetzt einen neuen Staat. Das machen wir jetzt in einer außerparlamentarischen Opposition. Und da ist mir Herr und Frau Gates, da ist mir Warren Buffett, die Weltgesundheitsorganisation, die Impfallianz, ja, das RKI und diese ganzen komischen Ministerien, ja, diese gesichtslosen Bürokratien, die irgendwo in Brüssel sitzen, ja, und nur dafür sorgen, dass Starbucks keine Steuern bezahlt, die gehen mir am Arsch vorbei, okay? Das könnte man ja auch mal machen. Das wäre ja mal eine Wahrheitsspritze, die man sich selbst geben könnte. Die einzige Nebenwirkung ist natürlich, dass man ab dem Moment ein eigenständiges Leben leben sollte und könnte. Und das geht. Versuch's doch mal.